gut, läuft's. So, grüezi miteinander, herzlich willkommen hier im Marriott Zürich. Schön, dass Sie da sind. Heute ist ja offizieller Frühlingsanfang. Wobei ich habe gehört, es sei am 20. März schon technisch losgegangen, aber am 21. das fällt mit meinem Geburtstag zusammen. Und darum freut es mich, dass Sie alle da sind. Zu dieser absoluten... Schön. Zu dieser absoluten Weltpremiere. Es ist eine absolute Weltpremiere, die wir heute haben, meine Damen und Herren. Erstens habe ich noch nie am 21. März eine öffentliche Veranstaltung gemacht. Und zweitens haben wir die Jahrhundertsportler, die da heute bei uns sind, die sind noch nie zusammen auf einer Bühne gestanden und befragt worden. Also es ist wie John McEnroe und Björn Borg oder Roger Federer und Nadal, die da zusammenkommen. Es freut mich sehr und es ist schön, dass Sie auch da sind. Heute ist mein Geburtstag, das ist aber ein Zufall. Ich habe das nicht auf den Geburtstag gelegt. Wir mussten ein Datum finden. Ich habe Marc Girardelli getroffen an einer Veranstaltung. Dann haben wir diskutiert. Dann habe ich herausgefunden, oder er hat mir erzählt, dass seine Mutter die Sendung schaut. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Weltwoche Daily. Und dann habe ich gesagt, ja, man könnte ja... Das wäre doch interessant, Marc Girardelli, man könnte doch eine Veranstaltung machen mit dir und mit dem Pirmin Zurbriggen, diesen Skilegenden, zum Thema, was wir auf der Skipiste über das Leben gelernt haben. Beziehungsweise, was man ganz generell über das Leben gelernt hat, wenn man mal auf dieser Umlaufbahn Spitzensport gemacht hat. Und das ist das Thema vom heutigen Abend. Das ist kein, und das hat natürlich jetzt mit dem Geburtstag insofern zu tun, weil das ist mir wichtig, das ist eine nicht politische Veranstaltung. Weil man muss sich eben ab und zu einmal um die wichtigen Sachen vom Leben kümmern. Die ewigen Fragen. Ja. Und ich muss Ihnen sagen, das ist für mich jetzt eine grosse Bedeutung, dass die beiden heute da sind, weil ich als Journalist angefangen als Sportjournalist. Das war mein Ursprung vor vielen Jahren. Das war in den 80er Jahren, also, wo wir natürlich noch voll gegeneinander gegangen sind. Wobei, mich haben sie nie an Skisport herangelassen. Ich war in der NZZ, in der Sportredaktion, aber sozusagen die Königsklasse, der Skisport, da haben sie die Juniorenabteilung wie mich haben sie nicht herangelassen. Ich durfte dann die Artikel am Dienstpult redigieren und ich habe all die Skirennen natürlich im Fernsehen geschaut, in Zürich in der Redaktion und habe das alles von dort mitverfolgt, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften und so weiter. Also ein grosser Moment. Aber ich finde, es ist eben noch ein weiterer Aspekt wichtig heute. Und zwar ist der Sport für mich etwas, wo mich seit vielen Jahren einerseits begeistert, aber auch beschäftigt. Und das Faszinierende am Sport ist, dass der Sport eigentlich eine spielerische Sphäre vom Leben ist. Im Sport kommen unterschiedlichste Leute mit unterschiedlichsten Einstellungen aus unterschiedlichsten Ländern zusammen, um im Wettbewerb zu schauen, wer der besser ist. Und der Sport ist etwas, das wie Kultur oder vielleicht auch der Journalismus die Leute könnte zusammenbringen können. Wir leben heute in Zeiten, wo Politik, wo Krieg, wo Konflikt, wo sehr viel Stress im System ist. Und etwas, was mich beunruhigt, und das, dann höre ich dann gerade auf mit der Politik, etwas, was mich beunruhigt ist, dass heute eben auch immer mehr der Sport in die Politik hineingezogen wird. Das war vielleicht immer schon so gewesen, wobei, ich habe einmal gelesen, in der Antike, bei den Olympischen Spielen, haben also alle Kriege müssen aufhören. Wenn die Olympischen Spiele gelaufen sind, dann haben die müssen ihre Waffen abgeben. Haben gesagt, fertig, jetzt ist Spiel, jetzt gehen wir raus. Also der Sport ist natürlich für die Athleten der grösste Ernst, aber es ist für uns auch natürlich, wie sagt man, ein Fluchtweg aus dem Wahnsinn der Politik. Und das ist für mich heute eigentlich schön an diesem Abend, dass wir über Sport reden, über das Leben reden, über das, was man lernt.
Und dass man dort eben feststellt, dass auch die grössten Rivalen, die sich früher alles vermutlich auch gewünscht haben auf der Skipiste, dass die heute als gute Kollegen dastehen und auch damals fair miteinander umgegangen sind. Und das ist etwas, an das man sich heute immer wieder muss erinnern muss. Es gibt nicht nur Konflikte, es gibt nicht nur die einen gegen die anderen, es gibt eben etwas, was die Leute zusammenbringen kann. Der Sport wäre eine Brücke, wie Kultur, wie vielleicht auch der Journalismus. Aber bevor ich da in philosophische Ausschweifungen mich da verliere, wollte ich die beiden wichtigen Gäste vom heutigen Abend begrüßen. Und das ist also vom sportlichen Gesichtspunkt aus gigantisch, was da heute auf die Bühne kommt. Bevor ich das sage, eine Frage: Wer von Ihnen hat eigentlich ein Weltwochenabonnement? Okay, nicht schlecht. Aber wir haben noch Steigerungspotenzial. Mal schauen, Sie können, aber Sie sind völlig frei. Sie können nach dem Abend entscheiden, ob Sie das in so einen himmeltraurigen Verein finden, da die Weltwoche, sagen, ich stelle mein Abo ab. Oder, was mich natürlich freuen würde als Geburtstagsgeschenk, wenn Sie ein paar Leute da könnten, auch vielleicht überreden und inspirieren. Also, jetzt kommen wir zur Vorstellung von unseren beiden Gäste heute und sie werden dann gemeinsam auf die Bühne kommen. Aber ich tue sie hintereinander vorstellen. Also, Marc Girardelli, geboren am 18. Juli 1963 in Lustenau, Vorarlberg. 46 Weltcup-Sieg, 5-mal Gesamt-Weltcup-Sieger 1985, 1986, 1989, 1991, 1993. Nur einen gewissen, für Skifans bekannt, Marcel Hirscher, ist mit 8 Triumphen noch erfolgreicher gewesen. 11 WM-Medaillen, 4-mal Gold, 2 Olympiamedaillen, Silber in Super-G und Riesenslalom 1992. Und wie der Birmin Zurbriggen gehört Marc Girardelli zu diesen ganz grossen Skisportern, die alle Disziplinen haben können gewinnen. Es gibt nur 5 von denen. Das ist also sozusagen die absolute Champions League. Und jetzt kommen wir zum zweiten Gast, Birmin Zurbriggen. 4. Februar 1963 geboren, in Saas-Almagell, Kanton Wallis. 40 Weltcup-Sieg, 4-mal Gesamtweltcup, 1984, 87, 88 und 1990. Platz 3 in der ewigen Bestenliste mit Hermann Mayer und Gustav Töni. 2 Olympiamedaillen, Abfahrtsgold 1988. 9 WM-Medaillen, 4-mal Gold. Und im Alter von 4 Jahren, sagst du, Birmin, das erste Mal auf der Ski gestanden und hast mit 7 das erste Schülerrennen bestritten. Und bevor Sie jetzt die beiden Gäste mit einem tosenden Applaus begrüßen, noch eine Anekdote. 1988, nach dem Olympiafinal von Calgary auf dem berühmten Mount Allen, hat der damalige Chef, der Sportchef vom Blick, einen Artikel geschrieben, der für mich in den Pantheon vom Sportjournalismus geht, Mario Wittmer. Er hat Folgendes geschrieben. Sag mal, irgendeiner kam und habe erzählt, dass man mit Elefanten über die Alpen marschieren könnte. Und alle haben gesagt, du spinnst. Und dann sage ich, der Hannibal mit den Elefanten über die Alpen. Dann sage einer gekommen und habe gesagt, die Erde sei nicht flach, sie sei rund. Und alle haben gesagt, du spinnst. Aber der Galileo Galilei hat recht gehabt. Dann sage ein paar gekommen in Amerika und haben gesagt, wir können auf den Mond fliegen. Und alle haben gesagt, die spinnen. Dann sagen sie auf den Mond geflogen. Und dann, das hat der Blick damals geschrieben, dann sage ich der Birmin Zurbriggen gekommen. Und habe gesagt, wir können im Mount Allen in Calgary an den Olympischen Spielen unter 2 Minuten die Abfahrtsstrecke fahren. Und alle haben gesagt, der spinnt. Aber der Birmin Zurbriggen hat es geschafft und ist Olympiasieger geworden. Marc Girardelli, Birmin Zurbriggen, bitte einen grossen Applaus. So. Also das freut mich sehr, dass ihr da seid und meine allererste Frage ist, wie habt ihr euch eigentlich
kennengelernt? Was ist sozusagen die älteste Erinnerung, die ihr voneinander habt, Marc? Also, es war in Monte Bondone beim Topolino Skirennen, Kinderrennen. Dort hat der Joël Gaspar beide Bewerb gewonnen. Ich bin noch mal zweit, war auch mal viert. Und bei der Preisverteilung war eine riesige Menge. Und dann hat alles erwartet, dass der Joël da aufklettert. Und dann auf einmal klettert da so ein hagerer, blonder Typ auf und sagt, der ist ja gerne mitgefahren. Wo ist denn der Gaspo? Und der ist auf Birmen gewesen, wo eigentlich ein Platzhalter gewesen ist, zum den Preis vom Gaspo, wo schon abgereist ist, im Empfang nehmen. Das ist meine erste Erinnerung, die ich habe. Also der Birmen Zurbriggen hat sogar angefangen mit einem Sieg, ohne eigentlich gefahren zu sein. Also ist Deutsche sehr bekennen, dass er immer eine Stufe höher gewesen ist. Also ich sage noch, Gewinner eingestiegen. Was ist deine Erinnerung, Birmin, an die erste Begegnung mit dem Marc Girardelli? Es geht genau die gleichen, das gleiche Ohren. Also ich habe den Marc kennengelernt. Das ist wahr, ich habe die Geschichte gesehen. Und mich hat der Trainer einen Brief geschickt, weil der Gaspo hat schon heim so gehen. Und ich bin dann so, ja, nicht schlecht, nicht recht, als ein gestohlener Medaillengewinner, dann Brief auf das Podest gegangen. Und es ist ja schön zu wissen, dass du das noch weißt. Aber der Marc ist mir im gleichen Atemzug von dem Rennen auf dem Berg also das erste Mal so richtig bewusst geworden, da ist ein Sportler mit einer unheimlichen Kapazität. Ja. Also, das war mit 11 Jahren, gewesen, oder was sind wir, 11-Jährige? 11 oder 12. Ungefähr. Und das war für mich so ein bisschen gewesen, der Antrieb, zu sagen, so jetzt, wenn du auf diesem Niveau willst machen, dann musst du ab euch etwas mehr daheim tun und bewusster das tun. Ihr habt ja über Jahre eigentlich den Skisport dominiert und sind eben in sich gegenseitig zu Höchstleistungen antreiben. Was macht es am Schluss aus, dass man gönnt und dass man eigentlich ein Champion ist? Was ist die entscheidende Qualität vielleicht, was da, wo ich das Gefühl habe, was hat euch unterschieden, was hat euch anders gemacht als die anderen? Was ist es letztlich, Marc? Also, es ist natürlich schon eine schwierige Sache, um das rekapitulieren. Es ist erstens schon sehr lange her. Und es hat ja sehr viele gute Skirennfahrer gegeben in unserer Ära. Natürlich haben wir mit Abstand am meisten gewonnen. Aber mein Ziel war weniger, um das Rennen zu gewinnen, als meine schärfsten Rivalen eigentlich schlagen. Und der ist eigentlich fast immer der Birmin. Und das ist auch früher in meiner Kindheit, ist das Vorgängermodell von Birmin, hat Christian Orlenski geheißen, in Vorarlberg in Österreich. Und der ist ein bisschen älter gewesen wie ich. Der ist auch ein sehr guter und erfolgreicher Läufer gewesen. Natürlich, wenn ich gut in Form bin, habe ich natürlich versägert, logisch. Und der ist dann schlussendlich vielleicht auch ein Grund gewesen, wieso dass man von Österreich zu Luxemburg gewechselt. Aber was ist, man sagt ja, also wenn ich mich nachfrage, man sagt ja zum Beispiel im Tennis, also ja. Oder im Skifahren können ja alle gut Skifahren, sie sind alle gut trainiert, alle können es. Im Tennis sagt man, es ist am Schluss, es passiert im Kopf. Und im Skifahren, also als Fernsehzuschauer, das mag ja nichts leiden. Und was zeichnet denn einen aus jetzt wie dich, wo es dann einfach schafft, am Schluss zu gönnen. Also ich habe einfach ums Verrecken nicht können verkraften, wenn man im ersten Durchgang ohne vor die Nase gefahren ist. Ja. Und ich bin im ersten Durchgang meistens nervöser gewesen und im zweiten Durchgang habe ich eigentlich alle Nervosität über Bord geworfen. Das Adrenalin hat eigentlich die Nervosität eigentlich gekillt. Mhm. Und ich bin eigentlich im Wettkampf dann besser gefahren wie im Training, wie ich einfach von Motivation her mehr Energie hatte, wenn ich gegen so starke Gegner handlose kämpfen. Und wie war es bei dir, Birmin? Ich meine, du bist ja eigentlich die überragende, also jetzt in der Schweiz natürlich die überragende Figur gewesen, im Skisport, und eben, ich habe das ja vorher auch aufgezählt, also unglaublich viele Rennen gewonnen. Was ist deine Theorie rückblickend? Warum bist du so gut gewesen? Warum bist du besser gewesen als andere? Also besser, weißt, das ist jetzt schon mal relativ. Wenn man schon hier mit dem Marc hockt, dann weiss man schon mal genau, was die Latte steckt, oder? Und wie hoch das ist, mit was für Athleten, dass du das zu tun hast. Und dann weißt du genau, wenn du nicht eine andere das Niveau eintreten tust in der Form von einer Überzeugung,
von der letzten Überzeugung, was dir brauchst, versuchen, einen Wettkampf zu sagen, euch mit einer Bestimmtheit zu fahren. Und das ist vielleicht ein bisschen im Skisport ein matchentscheidender Punkt, weil du hast nur 1 Minute oder 2 Minuten oder 50 Sekunden, je nachdem hast du Zeit und in dem läuft man alles zusammenstimmen oder es müsst suchen auf das Limit fahren und mit so der Überzeugung fahren, dass du das vorgängig so trainieren und so in den Griff kommen, dass ich sage immer, das ist ein Prozess, was ich abhandelt über Jahre uns, dass du das etwas kannst entwickeln. Und nachher schlussendlich kommt es vielleicht schon ein bisschen darauf an, auf das Talent und auf die Kapazität, was du siehst, magst du überhaupt mit solchen Athleten mitmischen und magst du vorher dran sein. Und er hat es vorher so ein bisschen gesagt, das sind alles so ein bisschen wilde Hengste, die da vorne sind. Das sind alles solche, die sind bereit, das Letzte zu geben. Und da sind wir nicht der Einzige gewesen, der Marc und ich. Klar, wir zwei haben am Schluss immer gehandelt über die Gesamtwertung und flittern nicht auf die gleiche Art und Weise. Aber das wegzubringen, also das ist ein Prozess, der im Kopf steht. Und kannst du das, ich meine, ist das sozusagen angeboren? Eben, du bist jetzt quasi, deine erste Amtshandlung im Skisport war eigentlich, den ersten Preis abzuholen, den einen anderen gewonnen hat. Du bist immer schon eigentlich an die Spitze von der Leiter fokussiert gewesen. Aber ist das eine angeborene Qualität? Also hast du sozusagen ein urwüchsiges Selbstvertrauen? Oder ist das etwas, was du hast müssen antrainieren, was du hast müssen? Nein, ich habe es ein bisschen entwickelt, wenn ich so zurückblättere. Mein Vater war eigentlich ein begeisterter Skifahrer, aber mein Onkel war eigentlich ein grosser Champ in der Region von Skifahrern. Und jetzt ist etwas passiert, er ist tödlich verunglückt mit dem Skifahren. Mhm. Und das habe ich ist das mir immer vorgekommen, wie wenn ich das in die Wiege gelegt bekommen hätte über die Familie, über den Prozess, den ich mit dem Vater mir zu spüren gelassen habe. Die Begeisterung zu dem letzten Interesse kann noch etwas im Ritz vor mit Vollgas. Mhm. Ohne zu lügen, wer jetzt links und rechts ist. Und ich bin da vielmal, wenn ich ganz jung war, am Abend nach der Schule nochmal einen Brief auf den Berg, weil ich wusste, da ist kein Mensch mehr an. Jetzt kann ich richtig voll loslassen. Jetzt kann ich mit meinem letzten Risiko, was ich an Kapazität habe, der Hangebrette fahren. Und das heisst, nur schon der Prozess, ich das immer dritt fühlen und dritt steigern, gewährt oder tut dir nachher das Potenzial ersteigern in jeder Disziplin oder in jedem Moment, wo du nachher fahren tust, dass euch einen Einsatz zu entwickeln. Und vielmal hast du mir gesagt, Kapier, das ist einfach unglaublich. Wenn ich mit dir bin, mein Hund, habe ich immer das Gefühl, du bist ein Lamie. Mhm. Aber wenn man dich am Start sieht, bist du ein Leben. Mhm. Und das ist genau der Prozess, den man sich immer entwickeln muss. Man muss sagen, okay, wenn ich am Start bin, dann bin ich einfach nicht mehr der Gleiche. Mhm. Und dann muss ich einfach... Du kommst wie in einen anderen Geisteszustand rein. Das Gefühl, da bist du einfach... Du siehst nicht mehr links und nicht mehr rechts. Und wenn niemand einmal da gestanden wäre und noch hätte ich gehört, Hallenbirne oder weiss nicht was, das wirst du nicht, das nimmst du gar nicht mehr wahr. Nein, ja. Sonst kannst du es auch nicht voll mit letzter Konzentration machen. Und bei euch ist ja ganz interessant, das ist ja eigentlich, das muss man vielleicht dann auch noch ein bisschen besprechen, du hast ja einen ganz eigenen Weg eigentlich in den Spitzen-Skisport hineingefunden. Und Familienunternehmen und so weiter, wir kommen gerade noch auf das zurück, aber was ist bei dir, würdest du sagen, was haben dir deine Eltern sozusagen, dein Vater, der dann dein Trainer geworden ist, was hat er dir auf den Weg gegeben, was vielleicht entscheidend war, dass du auf diesem Level durchstehen konntest? Also Basis ist also ganz sicher eine konsequente Vorbereitung über Jahre. Du kannst nicht in der Weltspitze mitkämpfen, wenn du nicht schon aus dem Kindesalter jeden Tag dich mit dem Spitzensport beschäftigst. Ich war dort ein kleiner Bub mit 8, 9, 10 Jahren schon. Und dort ist eigentlich schon den Weg vorzeichnet sind, dass ich Rennläufer bin. Ich habe mich nicht mit dem Weltcup beschäftigt, aber mit den aktuellen Konkurrenten. Aber hast du das selber realisiert? Ja. Oder haben deine Eltern, hat dein Vater gesagt, weißt, es gibt ja die Dinge, die über-ehrgeizigen Eltern, das fährt mir leider, ich bin nur nicht so ehrgeizig in der Erziehung, aber ist dein Vater sozusagen dein erster Sklaventreiber? Natürlich muss ich meinen Eltern danken, meine Mama ist jetzt da drin und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass so wegen mehr kam, ist nicht nur wegen dir. Ja. Oder?
Ja. Aber sie haben sich wirklich den Arsch abgeschafft im Unternehmen, um die Skikarriere zu finanzieren, ganz klar. Und auch umsetzen. Mein Vater ist im Skitraining immer bei mir dabei gewesen, aber das körperliche Training zum Beispiel habe ich alleine gemacht, seit ich 10 Jahre alt war. Ich war im Leichtathletikverein in Lustenau und das war meine Basis gewesen. Dort habe ich auch schon Wettkämpfe gemacht, aber der Wettkampf-Spirit bei mir ist immer schon da gewesen. Ich muss jetzt zugeben, zu meiner Schande in der Schule ist er nie da gewesen, aber im Sport immer. Und ich habe immer wollen, mehr als 100% gehen. Und hat es den berühmten Moment gegeben in deiner Jugend oder in der Kindheitszeit, wo du dich kannst erinnern, wo dein Vater mal zu dir kam und gesagt hat, Marc, im Leben, auf der Skipiste, im Wettkampf, zum Gewinnen, ist das Wichtigste. Auf das musst du achten. Hat es den Moment gegeben oder hast du das gar nicht gebraucht? Nee. Hast du das instinktiv selber? Das hat es nie gegeben. Wir haben einzig und allein konsequent immer trainiert, immer auf hohem Niveau. Aber so eine philosophische Richtlinie in 2-3 Sätzen formuliert hat das eigentlich nie gegeben. Okay. Ich habe nur immer gespürt, ich muss das Maximum im Körperlichen bringen und auch im Rennen. Ja. Und es hat sich über die vielen Jahre, wo ich Wettkampf gemacht habe, hat sich langsam eine Idee formiert in meinem Kopf, was braucht es wirklich, um besser zu sein wie die anderen. Und was ist das? Das ist sicherlich das Durchhaltevermögen. Ich sage das auch immer, wenn ich einen Vortrag mache. Also es gibt bei jedem Sport gibt es Phasen, die nicht laufen. Beim Pirmin genauso wie mit mir und mit allen anderen. Aber das Handaufwerfen ist das schlechteste Mittel, um deinem Problem zu begegnen. Das Problem kommt auf einer anderen Stelle wieder auf uns zu. Man muss als Spitzensportler so lange hartnäckig an einem Problem arbeiten, bis man das analysiert hat und gelöst hat. Und dann geht es auch wieder erfolgreich weiter. Ich habe das so viel Mal erlebt in meiner Karriere, mit Hoch und Tief. Und es ist aber auch im normalen Leben so, dass man die schlechteste Lösung ist immer das Handtuch werfen, aber die beste ist weiterkämpfen, bis man die Lösung hat. Ja, also dass man sozusagen eben die, es gibt ja auch das berühmte Zitat, man rennt eigentlich sozusagen von einem relativen Misserfolg zum anderen, aber man gibt eben nie auf und kommt durch das immer weiter. Es gibt ja eine interessante, ich könnte es das noch erklären, ihr seid ja wie Pionieren eigentlich gewesen, also die Girardellis. Eigentlich als Familienunternehmen habt ihr euch abgenabelt, du bist Österreicher, Vorarlberger, ja. Und ihr habt euch eigentlich abgenabelt aus dem österreichischen Skiverband, du bist dann bei der grossen Skination und mit vielen Bergen ausgestattet, in Luxemburg bist du dann gelandet. Das ist eine hochalpine Zone, wo glaub, nur mit einem Bergsteigenbrühe überhaupt über die Grenze gelassen wirst. Du weißt, also, bei Luxemburg bist du da. Also, ihr habt euch eigentlich abgenabelt. Ihr seid richtig wie ein Familienbetrieb. Also, das sozusagen das hat es ja gar nicht gegeben. Du bist ein Pionier gewesen. Was war die Bedeutung von dem für deinen Erfolg, dass ihr das als Familie durchgezogen habt, aus Österreich, Skination Österreich, um dann nach Luxemburg zu gehen? Das hat man in der Zeit 76, 77, wo man den Verband gewechselt hat, gerne nicht abschätzen können. Erstens einmal nicht. Großes Risiko gewesen? Natürlich ein riesiges Risiko. Nicht nur auf dem Sportler her, sondern auf dem Finanziellen her. Und mit 12 Jahren kannst du niemals abschätzen, wird der Weltspitze oder nein, unmöglich. Aber es ist so gewesen, dass wir Eigenständigkeit bewahrt haben. Wir haben eigene Entscheidungen können treffen mit dem Negativum, dass meine Eltern alles haben müssen finanzieren, bis ich selber so viel Geld verdient habe über Verträge, dass sich das gelohnt hat. Und Gott sei Dank muss ich sagen, hat das auch super funktioniert. Ich habe mit 16 Jahren schon die ersten Verträge abschließen können, wie ich auch schon knapp an die erste Gruppe zugekommen bin und ab 17 Jahren bin ich dann praktisch in beiden Disziplinen erste Gruppe gewesen. Also klassisches Familienunternehmertum im Ski, genau. Grosses Risiko, man ist sozusagen aus dem Ding. Wie war es bei dir gewesen? Was hat eigentlich, was haben die für ein Familienunternehmen oder für ein Skiunternehmen gehabt dort? Das war Familienunternehmen Schweiz gewesen, Swisski. Nein, es ist ganz, also was er jetzt da erlebt hat, ist für mich auch ein Phänomen gewesen und muss ehrlich sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil wir ganz anders aufgewachsen sind, wir eine ganz andere Konstellation gehabt.
Mein Vater hätte das überhaupt nie mitmachen, weil er krank war, er war invalid. Mhm. Er hat das von einer ganz anderen Seite miterleben. Und er hat mir nie irgendwie einen Input gegeben oder wie ich da weitergehen. Das hat sich von der Konstellation einfach vom Verband uns gegeben. Und ich bin schön wie ein Häufander, das schön das Russi und das Zügli mitgefahren wie alle Häufander, wo ich einfach gedacht habe, Schritt zu Schritt gehen wir jetzt von diesem Team zu diesem Team. Und dann bist du halt, und da kommt jetzt vielleicht das Handicap dazu, immer wieder zu anderen Leuten gestoßen, zu anderen Trainern gestoßen, mit positiven und negativen Situationen, die natürlich unheimliche Schwierigkeiten der gibt zum Teil. Ich kann aber wieder, durch das, dass man Team drin ist, wieder einen Push geben. Mhm. Was jetzt morgen wieder der Vorteil hat, wenn du immer mit den gleichen zu tun hast in der Form, wo der Vater, der uns ein bisschen näher da dran ist, du schaffst konzentrierter und stärker in einem Element von der Qualität. Oder auf der anderen Seite hat ich immer morgen ein paar Mal gesagt, Marc, wie hast du das ausgeholt? Ständig alleinig. Mhm. Ich hätte das nicht ausgeholt. Ich habe ein Team gebraucht, ich habe gar nicht geschuttet, ich habe gar nicht Hockey gespielt, ich habe verschiedenste Sachen einfach gerne gemacht. Mhm. Also das heisst, du hast grundlegend für dein Training selber gestalten und ich habe mein Training einfach gestalten. Mhm. Und das ist vielleicht ein bisschen der grosse Unterschied, aber wenn du mal kommst, wenn du mal genau gleich, wenn wir vom Management reden, bist du irgendwann mal, wenn du Spitze bist du ein halber kleiner Manager und dann musst du langsam lernen, welche Leute du um dich herum umsammelst. Und irgendwann ist das halt mit mir auch passiert. Mhm. Ja. Mhm. Der Marc hat ja mal gesagt, Marc Girardelli, jetzt muss ich schauen, dass ich das richtig zitiere. Und das stimmt. Zitat Marc Girardelli. Den größten Teil meiner Verletzungen habe ich wegen Pirmin erlitten. Oh. Das ist schön zu wissen. Und wir reden jetzt nicht von mental, wir reden jetzt nicht von geistigen Verletzungen, über die reden wir vielleicht auch noch. Pirmin hat mich mit seiner genialen Fahrweise an die absolute Grenze getrieben. Oft musste ich übers Limit hinausgehen, um zeitlich mit ihm mithalten zu können. Und deshalb bin ich eben auch ein paar Mal heftig gestürzt. Die Rivalität, das ist ja, du hast es vorher gesagt, du hast immer geschaut, wer gönnt, wer, er ist sozusagen der Benchmark gewesen. Wie habt ihr euch während eurer aktiven Zeit erlebt? Ich frage jetzt zuerst den Pirmin nach dem schönen Zitat. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst war. Nein, ich fühle eigentlich erst durch deine Qualität hast du ihn noch viel grösser gemacht, als er vielleicht sehen können. Und du ihn, also wir sind sozusagen sich gegenseitig befruchtende Eskalation von Spitzenleistungen gewesen. Wie hast du das erlebt, damals die Rivalität? Und ohne, dass man an der ganzen Karriere ein Wort geredet hat. Also es war wirklich eine Laufbahn, der Marc war da und ich war hier. Also ich glaube nicht, dass wir 10 werden. Wir haben das eigentlich nur auf dem Podium. Ja, auf dem Podium haben wir gesagt, gratulieren dir. Und, aber wieso haben die nicht miteinander geredet, weil man das Gefühl hatte, der andere lenkt mich ab oder ich könnte eine Schwäche zu erkennen geben im Gespräch, dass er mein Geheimnis durchschaut? Das sind vielleicht ein paar Sachen, die zusammenkommen. Und jeder hat man tut nicht gerne seine Stärken verkaufen, sagt man so. Ja. Und man tut gerne sich in einer anderen Form präsentieren, wie es der andere nicht sieht. Ja. Man müsste den Überraschungseffekt ein bisschen auslesen. Mhm. Oder? Und vor allem nicht an dir zweifeln, in welcher Form das euch ziehen kann. Ja. Es gibt immer genug Events oder Rennen, wo du stehst. Und wenn du irgendwie einen Zweifel hast, in dir läuft, dann ist das schon ein positives Zeichen für deinen Gegner. Oder? Aber ihr habt ja noch andere Gegner gehabt, ja, nicht nur euch zwei. Absolut. Und ist euer Verhältnis speziell gewesen, Marc? Also habt ihr ein spezielles Verhältnis gehabt? Also jetzt, du hast ja noch eben einen Alberto Tomba und andere Superstars sind ihr ja noch. Und ist euer Verhältnis speziell gewesen? Ja, definitiv. Aber ich muss in meiner Verteidigung sagen, mit dem Gaspo habe ich noch weniger geredet. Joel Gaspo. Also das ist wieder ein schöner Vorteil, ist eine Ehrlichkeit, oder? Nein, aber das ist aber wie ist das die Rivalität gsi? Wie ist euer Verhältnis gsi damals? In der, also es war ein komplexer gewesen. Er hatte Walter Bär gehabt, ist der Vorarlberger gsi, aus dem Bregenzer Wald, und der hat den Pirmin Chi gemacht. Über seine ganze Karriere. Und der Walter habe ich schon früher kennt und er ist ein bisschen älter gsi wie ich.
Es sind dort schon kleine Aggression aufgespielt, wie keiner von Adelberger. Ich bin auch einer. Sicher dreister, zum so schnell ist immer. Und auch dort ist die Aggression aufgehauen. Ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Und da ist jetzt nur am Rande gewesen, es sind mehrere Sachen zusammengekommen. Also die Journalisten haben ein kleines Öl ins Feuer gegossen. Dann ein paar Trainer natürlich auch. Es ist weniger die Situation gewesen zwischen Birmin und mir. Es ist das Umfeld gewesen, wo deine Aggressivität oder den negativen Touch kreiert hat. Aber viele, das ist ja jetzt, ich bin ja eigentlich Freizeitsportler, Hobby-Tennisspieler. Mhm. Und das ist ja gleich interessant, oder? Immer, wie es auch immer ist, der Gegner auf dem Spielfeld, da passiert viel psychologisch mit einem. Und jetzt auf dem Niveau, wo ihr gewesen seid, was ist die Bedeutung von so einer Rivalität? Was löst das aus? Eben, dass die einen brechen vielleicht zusammen und sagen, der andere ist so gut, der andere wird inspiriert, weißt, man sieht, der andere ist, das motiviert einen. Wie hast du das empfunden? Ist das eine motivierende Rivalität oder ist das etwas, wo Albträume geht? Ich dachte, jetzt kommt er wieder, der Kugelblitz, Girardelli, über die Piste, meine Heimsuchung. Wieso müssen wir ungefähr, wieso müssen wir gleich alt sein? Wieso ist der sozusagen gleichzeitig wie ich? Wieso muss ich so einen schwierigen Gegner haben? Wie hast du das erlebt? Schwieriger Fall. Nein, nichts vor allem. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe wahnsinnig respektiert, wie er macht, wie er tut, aber wir haben einander ein bisschen erleben. Und das war ganz interessant. Ich glaube, wie du es wunderbar gesagt hast, das Ringsum hat viel mehr Theater daraus gemacht, als wir zwei. Wenn wir auf der Piste aneinander waren, ich glaube nicht, dass wir uns einander mal ein schlechter Gedanke, ein schlechtes Wort oder irgendetwas gesagt hätten. Das ist nie das sagen die alle Sportler, auch der Roger Federer sagt immer, nein, ich habe nie etwas Schlechtes gedacht über den Herrn Nadal, ich habe nicht. Aber du hast manchmal gleich zu, wenn sie sich anschauen über das Netz, also wenn sie da könnten eine Atombombe sein aufmachen, dann kommt es raus. Also jetzt, wir können ja da, wir erzählen das ja nicht weiter, meine Damen und Herren. Ist das wirklich so? Also man hat, also der Skisport, da hat man keine schlechten Gedanken übereinander. Ich glaube, der ist die Kraft und die Energie im falschen Ort einsetzen und im falschen Ort einzubringen. Ich glaube, das ist halt nicht das Gleiche wie im Flitter im Tennis. Das ist wahr, du hast den Gegner hier. Ja. Du hast direkt mit ihm zu tun. Schlussendlich geht es mit dir, wer fährt besser Ski, wer fährt schneller Ski, wer fährt besser der Lauf. Das bringt einen anderen Grundgedanken. Also du musst sozusagen von ihm wegschauen und... Nein, ich muss noch schon analysieren. Ja. Ich habe noch schon analysiert, wenn der immer so gut Slalom ist gefahren, Mensch, ich habe da schon mit dem linken Auge geschaut, was er da gemacht hat. Ha? Wenn du jetzt analysierst, deinen Gegner, deinen einstigen Gegner, heutigen Freund und Kollegen, Birmin Zurbriggen, du machst ja heute Coaching, du untersuchst auch Erfolg, Erfolgsmodell, du hast Vorträge und so weiter. Wenn du würdest charakterisieren, das Erfolgsmodell Birmin Zurbriggen, was sind da vielleicht die wesentlichen Erkenntnisse? Also, ich glaube auch, dass ich unter normalen Umständen auch während meiner Karriere mit dem Pirmin ein sehr gutes Auskommen hatte. Auf alle Fälle viel besser als das mit dem Peter Müller. Ja. Was natürlich auch sicherlich nicht schwer ist, muss ich sagen. Gut, die Les Absents und Toujours Tour. Ich kann dazu noch etwas sagen, ich habe das nämlich recherchiert. Also um das gerade zu erklären, es war natürlich frustrierend gewesen für die Schweizer Abfahrtstars. Und das hat mir jemand erklärt, der selber ein guter Abfahrer war, nämlich der Bernhard Russi. Ich habe gefragt, was ist das Verhältnis von Pirmin Zurbriggen zu den anderen Abfahrern? Er hat gesagt, ja, du musst dir das so vorstellen. Da sind all die Abfahrer da gestanden, der Mahr, der Heinzer und der Müller. Und dann sagt da der ehemalige Slalomfahrer Birmin Zurbriggen gekommen, der sein ganzes Leben lang gar nicht primär Abfahrt gefahren ist. Und dann haben da die Abfahrtspezialisten überholt. Das ist ja logisch, dass die da nicht unbedingt immer gejubelt haben, wenn da der Supertechniker gekommen ist. Klammer geschlossen. Aber wir sind bei deiner Definition vom Erfolgsmodell gewesen. Wie hast du ihn... Was hat ihn aus? Was zeichnet ihn aus? Wenn ich mich richtig erinnere, hat er einfach eine sehr, sehr große Ruhe ausgestrahlt, wenn er Hirt auf Hirt gegangen ist. Und das habe ich bei ihm immer bewundert. Ich bin dann oft nervös gewesen und zappelig und habe eigentlich nicht gewusst. Ich habe vielleicht nicht das Selbstvertrauen gehabt, meine Fähigkeiten, wie es der Pirmin gehabt hat.
wenn er wirklich voll da ist. Und das, da ist mir schon aufgefallen, dass dort ist eine Stärke da auf dem Pirmin, wo ich gerne auch hätte. Weil das hat mir definitiv wahrscheinlich gefehlt. Mhm. Und wie hast du quasi den Markt eingeschätzt? Wenn ich den Markt eingeschätzt habe, also für einen zielstrebigen, bewussten, athletisch sehr stark ausgebildeten und immer stets in der Entwicklung etwas noch besser zu machen. Das hat irgendwie jetzt ganz ringsum, wie er sich gegeben hat, was er gemacht hat, ständig so gezeigt, dass für mich eigentlich der Marke zu jeder Zeit fähig ist, ein Bomberresultat zu fahren. Und das hat er auch immer wieder bewiesen, in alle Richtungen. Ja, das tut man ja nicht. Man schaut das so von Gegenseite, wie ein bisschen von den anderen Athleten ab. Und ich habe das immer ein bisschen probiert, für mich auch zu sehen, etwas abzunehmen von dem, von der Art und Weise, wo ich immer das Gefühl hatte, sie haben Sachen probiert und getüftelt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ihr seid abnormale Tüftler gewesen, ja, und Probierer. Und weil sie haben an Sachen getüftelt, wo mir nie im Leben sicher wäre. Mhm. Und das hat mich dann, und wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich wahnsinnig begeistert, mit was für einem Schuh, dass der so schnell hat können Ski fahren und noch schneller hat können Ski fahren als ich. Das hat mich schon, also das müssen wir dann nochmal erklären. Wenn also das ist wirklich stark gewesen, ja. Es gibt ja die Momente eigentlich vom Erfolg, was wenn man vielleicht das kurz in Erinnerung ruft, was ist für dich, Marc, eigentlich, du hast so viele Rennen gewonnen, Weltcups und Olympische Spiele, Medaillen und so weiter. Was ist der wichtigste Erfolg eigentlich, wo du sozusagen, wenn man so zurückschaut, wo du sagst, das ist eigentlich der, der speziell ist, der rausragt oder für dich eine spezielle Bedeutung hat? Ja, für mich ist natürlich schon als Slalomfahrer eigentlich die Streife Nummer eins. Ich habe dort tapfer können. Kitzbühel? Ja, das ist einfach für einen gebürtigen Slalomfahrer ist das schon die Krönung, würde ich sagen. Ästhetisch sagen. Wie und zwar ist egal, ob Weltcup oder was es sonst ist, einfach wenn du ja, genau, nicht ein spezifisches Rennen jetzt. Nee, das ja, ist eine spezielle Situation gewesen. Wir sind dort Kopf an Kopf gewesen von Kitzbühel. Mhm. Das war ein besserer Dezember gehabt. Ich hatte einen besseren Jänner gehabt wie du. Wir sind also gleich auf gewesen und ich bin brutal nervös gewesen. Und nachher Besichtigung für, ich bin auch mal auf der Streif gewesen im 83 und dann nie mehr bis 89 und haben Besichtigung gemacht und haben gedacht zu meinem Vater, nee, das schaffe ich nicht, das ist brutal, das ist Harakiri. Und der Vater hat auch gesagt, ja gut, okay, also er sieht es ähnlich, also ist viel zu gefährlich. Oder? Und dann habe ich eigentlich will meine Sachen holen am Start, dann sehe ich den Pirmin schon aufwärmen, beim ersten Trainingslauf, und dachte, also wenn du jetzt die Hose nachlässt, dann lässt er schon alles aus und er gewinnt den Weltcup ja dreimal. Dann denke ich, okay, mach einen Kompromiss, mach mal einen ganz einen vorsichtigen Trainingslauf. Einen ganz einen vorsichtigen, mit 3-4 Sekunden Rückstand. Und dann drei Trainingsläufe habe ich mir so sektionsweise gleich zugetascht und habe am Schluss das Rennen gewonnen. Also, ja. Das war natürlich eine unglaubliche Woche für mich gewesen und das erinnere ich mich natürlich schon gerne zurück. Und für dich, ich meine, du hast ja auch eben wahnsinnige Liste. Was ragt raus? Ja, das sind also so Sachen, wie er jetzt gezählt hat. Für Athleten ist es nicht gerne etwas auszusprechen, was viele Athleten das Gefühl haben, das sei der Olympiasieg oder so etwas. Mhm. Also es ist eher die Leistung, die du selber gebrungen hast und die persönliche Leistung, die du in welchem Zeitpunkt bringst. Und was hat alles daher zugeführt, dass du es dann so weit zusammenbringst. Oder? Und für mich ist das auch, leider ist das auch so ein Kitzbühel passiert. Ich bin vorher den Meniskus kaputt gemacht und bin zwei Rennen gewonnen mit einem kaputten Meniskus. Und ich habe gar nicht realisiert, dass der Meniskus kaputt ist, aber ich habe immer gewusst, sobald es einen gewissen Grad über den Winkel gegangen ist, hat es mich einfach unten ausgelassen. Ich habe praktisch keine Kraft mehr gehabt. Und trotzdem hast du das Rennen können gewinnen. Und wenn jeder, wie er euch sagt, weiss, was das für den Athleten selber bedeutet, die Herausforderung, das Risikobereitschaft und das kann jetzt gehen. Du siehst viele andere Athleten, die, wenn die mal da stürzen und die fahren nachher nie mehr, das ist dann so. Mhm. Der weiss genau, jetzt hast du eine optimale Leistung gebracht und von wo du gekommen bist, zu was du es geschafft hast zu bringen. Das sind so ganz, ganz innerlich tiefe Erlebnisse, die jeder Athlet für sich empfindet. Und mich überrascht jetzt, dass er sagt, Topfahrt,
weil er ist eigentlich ein grundlegender Slalomfahrer gewesen. Er ist mir immer vorgekommen mit seinem Herz oder mit seinen Qualitäten, die er gebrungen hat. Ich war eher das Gegenteil. Und mit mir hat es ja auch nicht gebrungen, dass ich sagen kann, jetzt hast du das Weltcup-Slalom gewonnen. Das ist der Highlight gewesen. Das war aber nicht so gewesen. Trotzdem, dass wir sicher beide gerne Slalom gefahren sind. So. Es ist einfach nach wie vor ein bisschen Königsdisziplin. Und je nachdem, wie die Strecke ist und die Situation. Angst auf der Skipiste. Du hast es erwähnt, Kitzbühel-Streif. Also ich weiß nicht, ob jemand von, wer von Ihnen schon mal auf dieser Skipiste war in Kitzbühel. Ja, eben, Sie haben die einen schon gesehen. Das ist also ich, als ich dort mal durchgefahren bin, habe ich dann den einen gefragt, du, wo ist denn da die Piste? Ja, das ist das da. Sie sagen, nein, das ist ja eine Bobbahn, das ist ein Eiskanal. Nein, nein, da geht es dann durch ab. Und dann gibt es noch einen anderen, der auf dieser Streif, also ich habe das so, einen Hocker, und dann springst, das ist aber immer abgesperrt für die Leute, und du springst eigentlich in den Wald. Da dachte ich, aber wo springen sie denn? Ja, da musst du natürlich aufpassen, wenn ich da über den Hocker springe. Dann musst du natürlich links, sonst verklebt es dich dort an den Bäumen. Ich sage, ah, ja, ist gut, okay, danke vielmals. Zum Glück habe ich da nie müssen oben runter. Ist das eigentlich eben die Angst, wenn ihr jetzt auf so einer Streife oben, bei diesem Eiskanal, ich meine, musst du deine Angst besiegen, auch wenn du ein Top-Skifahrer bist. Also, wenn sich dort eine falsche Bewegung, dann bist du vielleicht voll invalid, dann bist du querschnitt gelähmt, ich weiss es nicht. Ja, also die Folgen sind gravierend, das ist so. Und man ist ja Gott sei Dank, dass man das nicht von heute auf morgen macht. Und man lernt ja langsam immer ein bisschen dazu. Aber wenn man den Schritt macht zum Weltcup, dann gibt es ein paar Strecken, das ist wirklich da zieht es dir am Start. Das ist schon oder? Die Streifabfahrt, ja, ist das die? Bormio ist von mir aus gesehen ganz schwierig. Da müssen wir ehrlich sein. Bormio ist brutal, er ist von mir aus gesehen konditionell noch schlimmer, wo Kitzbühel. Kitzbühel macht es flitter gerade auch die Atmosphäre und alles so ein bisschen. Aber wenn man Bormio den Start sieht, dann muss man sagen, wenn du da voll abziehst und voll gehst, das ist schon, da braucht es einen gewissen Mut. Und wie tust du, wie bringt man das an, dass dich die Angst nicht lähmt, sondern, ja. Ich weiß, oder wie bist du mit dem umgegangen? Dann muss man das bekämpfen oder motiviert einem die Angst? Tut sie einem zur Konzentration? Braucht es die Angst, dass man die Leistung bringt? Eine gute, gesunde Angst, sage ich immer, ist sehr viel wert. Und der, der ohne das Respekt dahinter geht, das fällt zum Respekt uns, der kommt gewöhnlich so gezahlt rüber. Und da muss man immer wissen, was liegt in der Fähigkeit drin, wie ich jetzt da prüfend der Start gehe, wie ich das anschaue, ob ich in der Ruhe kann da gehen, das ist ganz eine andere, also das heisst, das geht auch mit Vorbereitung das tun. Und ich habe zum Beispiel, der Marc hat es vorher angesprochen, dass ich eine gewisse Ruhe kann empfinden, und bin ich das ganz von der anderen Seite geholt. Die Ruhe. Das war für mich eine menschliche Ruhe, ein bisschen geistliche, irdische, überirdische Ruhe, wo ich das Gefühl hatte, es bringt dir alles nichts, die Rennen zu gewinnen, wenn du nicht bewusst bist, was du und was wir hier machen und wie soll das Leben absolut normal weitergehen kann. Und das ist, glaube ich, das ist dann schon wieder ein anderes Level, wo man sich da drüber gehen muss. Jeder Athlet, der da startet, der hat die Fähigkeit, hundertprozentig die Fähigkeit, da drüber rüber zu springen, über seine Angstatmosphäre oder seine Angstbereich, weil sonst würde er da nicht starten. Jeder geht dann ein bisschen anders da. Und das, ich glaube, das spricht nachher auch für den Athlet. Es ist ein bisschen jetzt hier ganz plakativ so dargestellt, aber da könnte man fast ein Buch drüber wirklich schreiben, wie kompliziert das ist. Hast du eben als auch eigentlich Slalomfahrer und so weiter sehr, sehr gut auf so einer Abfahrtstrecke Angst, also hat es Momente, wo du gesagt hast, eine extreme Überwindung, dass man so eine Abfahrtsstrecke runtergeht? Ja, es ist natürlich, wie der Pirm gesagt hat, Bormio und Kitzbühel geht das halt brutal los. Aber es gibt auch andere Abfahrten, wo du mit Ideen oder im unteren Bereich sehr, sehr heikle Passagen hast. Das hängt dann auch damit zusammen, wenn die Streckenbedingungen sich verändern. Im Training hast du von mir aus an dem Sprung einen 100er Damm. Und im Rennen gefreut, das ist schneller, hast 105 km/h, dann springst du natürlich gleich mal 10, 15 Meter weiter. Und wenn du dann dort den geringsten Fehler machst, bist du halt wirklich weg. Und
Das weißt du vorher nicht. Das spürst du eigentlich erst knapp bevor du erkannt bist. Und wenn das erste Mal passiert mit Colin Bell bei einem Training, das habe ich live miterlebt, das ist im 86er, wenn es drin ist. Dort war der Rücken Luft gewesen. Colin Bell eigentlich ein Scheißsprung. Du hast einen halben Meter Luftstand und fliegst halt 40, 50 Meter. Und dann kommt Rückenluft, dann bist du 10 km/h schneller und dann fliegst du 80 Meter im Flachen. Und das ist ihm passiert. Mhm. Und dort hat er recht Glück gehabt, dass es überhaupt einigermaßen überdauert hat. Das sind so Sachen, wo dir im Kopf bleiben. Und zum Gewinnen musst du an die Grenze gehen. Und wenn du dann immer wieder einmal im Kopf wirst, dann zögerst du. Und das ist weniger das Problem, dass du in dem Moment dann einfach Angst hast. Das Problem ist, dass deine Reflexe im Körper nicht richtig funktionieren. Du musst im Rennsport so taktet sein, dass du in deine Fähigkeiten Vertrauen hast und dass du voll gehst und dass nicht das Hirn Entscheidungen trifft, sondern deine antrainierten Reflexe. Und deine sind meistens viel, viel besser als das, was du mit dem Hirn überdenkst. Ja. Und du brauchst aber ein Vertrauen in deine Reflexe. Das ist natürlich, wenn du so eine schmale Gratwanderung hast, bei 130, 140 km/h, Das braucht dann schon einmal zum deinen Reflex vertrauen. Und wie hast du das für dich angebracht, um dich in einen Zustand zu versetzen, dass das Vertrauen da ist? Ist das eine Frage vom hochintensiven Training? Ist das eine Frage von der allgemeinen Lebenssituation gewesen? Wie hast du dich persönlich in die Lage können versetzen, in so einer schwierigen Herausforderung deine oberste Leistung zu bringen? Jetzt sind wir wieder genau bei deiner Frage, die du am Anfang gestellt hast. Was macht der Unterschied zwischen einem Mittelklasse-Skifahrer und einem Spitzenskifahrer? Du kannst es eben nicht trainieren. Im Training ist es eben nicht so. Es kommt oder es kommt nicht. Gibt es nicht im Training. Du hast es oder hast es nicht. Deine Situation gibt es im Training nicht. Und deine Situation kannst du nur dann regeln, wenn es da ist. Aber du kannst nicht trainieren. Was siehst du? Ja, das ist, wenn man das so hätte trainieren, könnte man ein Buch darüber schreiben und sagen, machst du es so und dann gewinnst du das Rennen. Und das ist leider nicht der Fall. Wir können schöne Techniken schreiben, wir können die grünste Philosophie darüber schreiben, aber es ist eben irgendwo ist es eine Naturgegebenheit, ein Stück weit, welcher Athlet wie reagiert, in welcher Situation. Was er jetzt anspricht, der Marc, ist etwas wahr, und das ist die Automatisation des Menschen. Der Mensch ist kann man sagen, ein bisschen Maschinerie. Ja. Und du kannst dich etwas daran gewinnen. Und das kannst du im kleinen Bereich machen, aber wenn es nachher über eine gewisse Dimension ausgeht, da gibt es einen Haufen Athleten, wie die sind super Slalomfahrer gewesen, aber wenn die, ich kann dir ein Beispiel sagen, der Ingemar Stenmark, der war schon voll gewesen. Stenmark, ja, der griechische Skifahrer eigentlich der ganzen Nation, aber sobald du den auf die Opfer geschickt hast, der hat er uns gesehen wie ein kleiner Jugendfahrer, fast gesagt. Ja. Der hat Angst gehabt. Das heisst, da gehst du in eine andere Dimension, da kommt eine andere Kraft auf dich zu. Ja. Du hast die Fliehkraft, die kommt, du gehst mit einer gewissen Geschwindigkeit über einen Sprung, so weißt genau, entweder das packe ich es noch oder ich packe es nicht mehr. Und wenn du da nur einen Bruchteil einer Sekunde daran zweifelst, und das sehen wir heute auch mit den Athleten, wenn man jetzt der Marco zuschaut oder so, wenn der nur einen Bruchteil von einer Sekunde an sich zweifelt, das ist vorbei. Ja. Und das leider kommt das ein bisschen im Fernsehen zu wenig zur Geltung, das muss man schon sagen. Niederlage, Misserfolg. Das gehört ja auch dazu, 1985, das Knie der Nation, da hast du es schon angesprochen. Ja, was war da eigentlich deine Technik gewesen oder deine Methode, wenn es dir nicht gelaufen ist? Oder wenn sozusagen, wenn man an allem anfängt zu zweifeln, oder wenn man findet, nein, jetzt ist... Plötzlich gibt es ja, oder? Plötzlich läuft es einfach nicht. Oder eben, hast du eine Verletzung, irgendetwas, man fängt an zu hadern. Was war da deine Methode gewesen? Wie hast du dich aus dem Sumpf vom Negativen wieder rausziehen können? Eins ist der Velo durchs Piso. Das ist die Voraussetzung, die wir mitbringen. Aber das Zweite ist, sagen, in Demiotritt treten und sagen, weißt du was, nothing to lose. You have nothing to lose. Das war immer mein Satz. Du hast gar nichts zu verlieren. Und ja, du hast wirklich nichts zu verlieren. Und dann packst du vielleicht ein paar Fenster und sagst, was hat eigentlich nicht gestimmt? Was stimmt denn in dem Ganzen zusammen? Und dann fängst du neu an für dich selber. Und das ist eine super Erfahrung, die du siehst vielmal. Du musst Sachen anders speziell greifen, anders anschauen, anders Ski fahren, anders zusammensetzen. Und dann bist du bereit, neue Sachen, neue Wege einzugehen. Und darum ist eigentlich ein Misserfolg nie ein Misserfolg.
Ein Misserfolg kann Erfolg sein für mich in der Form, dass ich bereit bin, Neues anzupacken. Aber man muss bereit sein, Neues anzupacken. Aber bist du jemals in eine Phase gekommen vom fundamentalen Selbstzweifel als Spitzensportler? Ja, und wie? Ich bin in Weil, ein Riesensland gefahren und habe von meinem Kollegen... Weltmeisterschaft? Nein, das war Weltcup-Rennen. Es war Ende Saison und ich habe von meinem Kollegen 3,5 Sekunden aufs Dach verkommen pro Lauf. Also es war für mich ein Weltuntergang, es war für mich ein unmöglicher... Ich habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich habe gemerkt, es geht nicht vorwärts. Ich kann nicht die Qualität ausspielen, die effektiv ausspielen und was hättest du spielen? Also in dem Moment, du hast im liebsten Verstecken gehst, es war ganz weg und so ist es mir auch gegangen. Da habe ich nicht gewusst, ich glaube, das war 1983 sogar, wo ich nicht gewusst habe, wie es jetzt weiter soll gehen mit mir. Ich habe mir so wirklich ein neues Buch geschrieben. Was hat am Schluss der Zwick an der Geisel gemacht, dass du aus dem Loch wieder rausgekommen bist? Vielmal abschalten. Abschalten, sagen, pack den Neuanfang. Du alles vergessen. Du jetzt mal, wir sind keine Maschinerie. Der Mensch ist keine Maschinerie. Und probiere einfach abzuschalten und sagen so, jetzt gehst du aufs nächste Rennen hin und du musst mal schauen, getreuer etwas zu machen, was du sonst nie würdest machen. Oder? Und dann merkst du plötzlich, oh, es haben wir etwas gezeigt. Es haben wir ein Bohrtüft getan in eine Richtung, wo ich gemerkt habe, oh, die hast du ganz über deine Trainingsform. Wie ich mal vorher gesagt habe, vielmal ist man, wenn man so trainiert, so ein bisschen wie ein Ross, das Klappe hat und vorwärts geht und geht und geht und geht und geht und gar nicht links und rechts schauen, was könnte man besser machen. Und das sind dann die Momente, wo du in der Form wirklich wahrnehmen und rausziehen, wo du sagst, voilà. Wie ist das bei dir? Ich meine, du hast sicher auch solche Momente gehabt. Was war deine Methode gewesen, um dich aus dem... Und das ist ja etwas, ich sage es ein bisschen allgemein, weil das ist ja nicht etwas, wo nur Spitzensport... Ich meine, du bist in einer extremen Situation, aber man ist ja immer wieder im Leben im Moment, oder, wo du einfach überwältigt wirst, vielleicht vom Negativen, wo man alles hinterfragt, wo du im brennenden Zweifel sozusagen, oder, bist du ausgesetzt. Wie hast du aus diesen Bässen herausgefunden, aus diesen Abgründen? Also ich habe eigentlich aus der Situation aus mehr Tiefschläge gehabt wie der Pirmin. Ich hatte viel mehr Wellenbewegung in meiner Karriere und habe mehrere Tiefpunkte gehabt. Aber bei mir ist es genauso wie bei ihm. Du hebst dann einmal fest und es funktioniert nicht und du hoffst, dass es funktioniert. Und irgendwann musst du Courage haben, also das ist alles Scheiße, was du gemacht hast. Du musst dich wieder auf eine Basis konzentrieren und von ganz ohne neu anfangen. Und wenn du deine Entscheidung triffst als Rennläufer, dann hast du auch schon eine positive Motivation, um wieder neue Bausteine zusammensetzen, um dich wieder von ohne aufzuschaffen. Mir war es immer so gewesen, mit den Verletzungen, mit Materialproblemen, mit technischen Problemen. Ich habe immer Courage gebraucht, um zu sagen, so, jetzt aufhören mit dem ganzen System, das wir jetzt hatten. Wir machen jetzt ganz normal was Neues und wir bauen die ganze Basis neu auf. Und es hat dann gerne nicht lange gedauert, bis ich wieder den richtigen Weg an die Weltspitze gefunden habe. Und geistig, moralisch, ich sage mal mental, hat es da bestimmte Techniken gegeben, weißt, wo man sich ablenkt, wo man sich rausreißt, wieder irgendwie zu Ablenken ist generell sehr, sehr negativ. Ablenken ist nur eine Problemverschiebung. Ja. Du musst das Problem bewusst attackieren und analysieren und den Grund suchen, wieso ist das eigentlich ein Problem. Vielmal ist es sogar eine Chance. Vielmal ist das Problem, wo du lange darüber nachdenkst, ist eine Chance, dass du das richtig schneller findest. Vielmal ist mein Problem so weit weg gewesen von Realität, dass ich genau ins Gegenteil haben müssen gehen und dann bin ich goldrichtig gelegen. Das ist eben der Nachteil von unserem Mini-Team, Vater und Sohn. Weil wir haben es natürlich auch gewünscht, dass wir Fahrstile, Material, Wags, was der Teufel was, gefunden haben, wo uns der Sieg, der Erfolg leichter macht. Natürlich haben wir es dann ein bisschen verstehen. Immer wieder Hangel mit seiner Platte und was der Teufel was er hat. Oder? So, ich bin in der Technik vielleicht ein bisschen schneller gefahren wie die alte Technik und dann sind 2/10 Unterschied gewesen, bin am 30 Sekunden Trainingslauf. Der Vater hat 2/10 schneller gedruckt. Boah,
Fast eine halbe Sekunde auf eine halbe Minute. Ja, genau, das ist die richtige Richtung. Natürlich habe ich 2,5 Sekunden verloren im nächsten Rennen. Aber nicht gewusst, wieso. Das ist ja für mich jedes Mal... Und das hat nie, nur ganz kurz, weil ich möchte nachher nämlich auf eine der wichtigsten Dimensionen kommen, aber nur eine kurze Nachfrage. Vater und Sohn, ich habe 4 Kinder, meine beiden ältesten Söhne, 12 und 14, ich weiss es nicht, ob die von mir möchten trainiert werden. Mein Beileid, ja. Vielleicht würden die auch irgendwann finden, jeder, aber nicht er. Wobei vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt da noch ein anderer. Aber wie ist das bei dir? Hat das nie? Ich meine, eine Vater-Sohn-Beziehung, du musst dich ja irgendwann mal als Sohn auch abnabeln vom Vater. Und weil ihr ja quasi schon von früh an, oder? Sind ihr eigentlich ein Team gewesen? Was ist denn das für eine Symbiose und wie hat das auf den Erfolg eigentlich eingewirkt? Und hast denn du nie das Bedürfnis gehabt, mal des Vatermords, sagt man, das Ritual, dass man sich abnabelt vom Vater, zeigt er jetzt sich gerade die Wüste raus und beeindruckt meinen Vater, dass der endlich einmal, oder? Das, sonst hast du ja fast das Gefühl, du sagst das Produkt vom Vater. Wie ist das eigentlich noch zu verstehen? Ich verstand deine Frage ganz klar. Du hättest es ja kürzer können formulieren. Stimmt. Aber du hast Rücksicht auf mich genau, oder? Sehr diplomatisch. Nein, ich habe gemerkt, dass der Denkapparat läuft und ich habe dir genug völlig Zeit gegeben, die Antwort. Es ist ganz klar, dass es Vater-Sohn-Reibereien gibt. Ich bin seit dem 10. Lebensjahr eigentlich fast täglich mit dem Vater zusammen gewesen, bis ich die Karriere beendet habe. Und es ist unumgänglich, dass es Streitereien gibt und Reibereien, verschiedene Meinungsansichten. Aber das Positive bei unserer Beziehung ist immer gewesen, wir haben das gleiche Ziel gehabt. Und an dem haben wir uns immer orientiert. Und am Schluss hat es unser gemeinsames Ziel immer wieder zusammengebracht. Und das, muss ich sagen, ist eine sehr gute Aktion gewesen. Also das wünscht man sich ja eigentlich, oder? Also, dass man sozusagen in so einer intimen Beziehung zum eigenen Sohn, dass sich beide irgendwie ihre Eigenständigkeit bewahren, aber trotzdem zieht man am gleichen Strick. Jetzt kommen wir in eine ganz interessante Geländekammer, nämlich die Bedeutung der Frau im Leben eines Supersportlers. Es gibt mir übrigens so Gelegenheit, meine Damen und Herren, Sie auf die neue Weltwoche hinzuweisen. Ich sehe da die Geburt Europas aus dem Geist der Frau. Ich würde sagen, erst wenige Feministinnen haben mit dieser Subtilität vom Blick erkannt, was in dieser Weltwoche Titelgeschichte an Würdigung von Frauen stattfindet. Also die Geburt des Skierfolgs aus dem Geist der Frau. Wenn ich richtig informiert bin, sind die beide in längeren Beziehungen mit Frauen. Ihr habt das sozusagen nicht auf der Fieberkurve von der La Donna è mobile und manchmal ist der Mann auch mobil. Aber ihr habt lang. Was ist die Bedeutung eigentlich von der Frauen in diesem Spitzensport? Ist das ein mäßigender Einfluss? Bremsen, pass auf, spinnst du eigentlich? Geht es eigentlich? Kannst du nicht mal einen anständigen Lebensunterhalt verdienen? Musst du immer dein Leben riskieren? Oder im Gegenteil, Kopf in Stutz. Mark, schon wieder 200stel verloren gegenüber dem Pirmin Zürbrücken. Also eher ist die Frau ein Moment von Ehrgeiz oder ein Moment von der also vom Aufbau? Also überlasse vom... mal die Antwort dem Pirmin. Fangen wir mal. Ich habe mehr Erfahrung. Ja, wie er eigentlich eine Beziehung hatte mit der Monika, schon während sie... ja, ich bin dort noch Single gewesen, von dort her habe ich eigentlich wenig Erfahrung. Ja, das ist interessant. Also, ich glaube, die Fröhlichen immer zu jedem Zeitpunkt, wenn sie mal einen Einfluss haben. Das ist alle ganz klar und mit dem Sportler absolut. Wenn du, ich glaube, ich habe genug erlebt in dieser ganzen Welt, Weltcup-Jahren, dass ich weiss, wie schnell das eine Freude hat, was für eine Auswirkung hat, für was für einen Athlet. Also das hat wirklich sehr, sehr viel. Also der Einfluss von der Frau auf den Mann ist grösser als der Einfluss vom Mann auf die Frau. Das ist für mich eigentlich gar keine Frage, sondern das ist eine Feststellung. Okay. Also, das starke, ich meine das ohne jede Anbiederung, das starke Geschlecht sind die Frauen. Und wenn du sagst, dass natürlich du beobachtet hast, wie der Einfluss von der Frau bei dem einen Mann, ich habe auch schon, der eine hat eine neue Freundin, plötzlich läuft er mit so einem Armbänder rum, den er früher nie angehabt hat. Das ist interessant. Also Frauen haben einen extremen zivilisierenden Einfluss auf den Mann. Aber wie ist es eigentlich im Sport? Eben,
sagt sie, hör eher auf, pass auf, es ist jetzt dein Karriereende, jetzt müssen wir dann langsam, bist du alt. Oder ist die Frau jemand, der einen motiviert im Wettkampf? Mhm. Haben die das, ist das, sind die da auch ein Team gewesen, sozusagen, in der Wettkampfsvorbereitung? Oder? Ja, ich muss jetzt mal sagen, ich habe ein wunderbares Freund kennengelernt, im 86. Was hat mich der Sportler gemacht, wie ich heute gelebt habe? Mhm. Und hat sich da nicht irgendwie probiert, reinzubringen, in welcher Form? Jetzt hast du noch gerade eine Minute für mich, oder jetzt hast du noch zwei Minuten für mich, oder ich hätte aber nicht das machen, oder ich hätte aber nicht das machen. Nein, sie hat gesehen, was man braucht, wenn man im Weltspitze sein will, und hat das auch voll akzeptiert, und voll auch, also für sie ist das ganz klar gesehen, das gibt keinen Einfluss. Aber was ich gemerkt habe, sobald das, und das ist schon so gesehen, wir sind beide eigentlich Jungsello gesehen, solange wir gefahren sind, so gesagt, hat der Wechsel gemacht, das war, dass ich gesagt habe, wirst meine Frau. Und mir bewusst wurde, ist, was das heisst. Es ist eine Familiengründung. Solange das Kind nicht da sind, ist das noch ein Element. Aber sobald das Kind da sind mit dem Skisport, dann weiss man, jetzt wird's schwierig. Für mich ist jetzt das psychisch schwierig gewesen. Der Einfluss war wahnsinnig stark gewesen. In dem Zeitpunkt. Noch mir bewusst sein, dass eigentlich nur das Leben da ist für den Skisport. Das hat sich so also langsam so gewandelt. Und ja, das sind so eine Situation, wo ich immer gesagt habe, komm das letzte Jahr mit mir mit. Ich will dich dabei haben mit mir. Aber nachher lasse ich sich sein. Weil ich mir auch gesagt habe, ich kann mir das nicht vorstellen, Spitzensport gemeinsam mit der Frau in der Form, wo wir den Skisport, ich sage jetzt mal, den Skisport mit sich bringen. Der Skisport ist einfach ein gewisses Gefahrelement, vor allem wenn du die Abfahrt machst. Das ist ein Risiko. Das ist ein Risiko. Wir haben vorher über Stütz geredet, wir haben vorher über, das kennst du ja, das weisst du ja, du weißt, die Welt ist nicht plötzlich sein. Jemand, der neben der Frau im Rollstuhl da hocken tut, und du bist eine junge Familie und du hockst da per Umstand im Rollstuhl, das muss man sich einfach immer klar bewusst sein. Und mir ist das also wirklich ziemlich klar bewusst gewesen, dass das nicht zusammengeht. Also ich habe einfach einen Schnitt gemacht und gesagt, also das will ich in der Form anders packen in meinem Leben. Wie war deine Erfahrung? Ich meine, ist sozusagen auf dem Level vom Spitzensport, wo du ja quasi mit dem Spitzensport, mit dem Skisport verheiratet bist, rückblickend betrachtet, würdest du sagen, wenn man dort schon quasi eine Beziehung oder verheiratet gewesen wäre in dieser Phase, du hast länger Ski gefahren als der Pirmin wettkampfmässig, wäre das ein Vorteil oder muss man rückblickend sagen, das wäre eigentlich ein Nachteil, weil das ist fast nicht auszuhalten für eine Frau. Wenn man als Mann so fixiert ist auf die Leistung, du musst ja auch deinen Körper permanent überprüfen, wo tut es weh, wie ist die Bewegung, was kann ich, wo steht, du bist eigentlich permanent mit dir selber beschäftigt. Hat überhaupt da noch, sozusagen, hat überhaupt eine Frau noch Platz? Es ist keine leichte Frage. Ich würde sagen, wenn ich in meiner aktiven Zeit eine Frau hatte wie Laurence, dann wäre es ein riesen Vorteil gewesen. Aber in dieser Zeit, wo ich aktiv war, habe ich so noch nie gefunden. Was wäre das gewesen, wenn du sagst, ein Vorteil, was wäre das, was du gehabt hättest, dadurch, was du vielleicht sonst nicht jetzt gehabt hast, ohne sie? Sie hat mich motiviert in jeder Situation. Sie hat mir Anstöße gegeben, wo ich Fehler mache. Sie hat mich aufgestellt, wenn ich Tiefschläge eingesteckt habe. Und sie hat mich in Freiheit glaubt, wenn ich Freiheit gebraucht hätte. Mhm. Wie ich mich auf meinen Sport hätte konzentrieren müssen. Ich denke, Pirmin hatte das Glück gehabt mit der Monika. Das hat man auch gespürt. Und ich glaube, er ist stärker geworden mit der Monika, als er vorher gewesen ist. Irgendwann kommt der Moment in der Laufbahn von jedem Sportler, wo du einfach musst eingestehen oder sehen oder kommst zum Entscheid, es ist jetzt fertig, ich muss aufhören. Und der Sport, der Erfolg, ist ja auch eine mächtige Droge. Die Aufmerksamkeit, die Anerkennung, dass man merkt, man gewinnt, man ist ein Sieger. Und irgendwann kommt der Moment, wo man loslassen muss. Das ist ja ein ganz entscheidender Schritt dann eigentlich. Wie hast du das gemanagt?
Firmin, wie ist das? Eben, du hast es ein bisschen angetönt, das hat mit der Familie, mit der Verantwortung. Ja. Ich will nicht, dass mich von einem Baum abspachteln mit Kind und so weiter. Das geht nicht. Wie war der Moment gewesen, aufzuhören? Es ist, ich muss sagen, ich hatte sehr viel Glück gehabt. Ich bin ein Mensch, der immer hat ganz spontan schnell reagiert. Hat auch das Glück gehabt, eine gute Umgebung mit mir zu haben, wo man einfach ein bisschen realistisch gemacht hat. Birmin, wenn jetzt schon, und das war ja so, ich bin zu diesem Zeitpunkt wirklich wie durch gewesen. Ich habe gemerkt, der Körper ist jetzt am Limit im Moment. Mit allen vier Disziplinen, die wir viel gefahren sind, das frisst wahnsinnig. Du machst vielmal den Sport, den du nicht mit einer hundertprozentigen körperlichen Vorbereitung machen. Und dann fährst du das Gerüst spüren, wie man so schön sagt. Und das Gerüst ist das Fundament vor allem zusammen, dass man sich bewegen kann. Und dann geht es abwärts. Und das habe ich in dieser Richtung ein bisschen unterstützt bekommen von ringsum. Ich habe selber Ziele gehabt, mal eine andere Seite des Lebens anzuschauen. Und der Punkt ist schon nicht einfach. Ich muss ehrlich sagen, weil du hast es vorhin wunderbar gesagt, es ist immer das Ich. Jede Sache wird immer fragen, was tue ich. Mhm. Und plötzlich ist nicht mehr das Ich alleinig, plötzlich ist das Du. Ich und Du. Und da gibt es einen Wandel. Und der Wandel können zu machen in eine andere Welt, der ist für viele, viele Sportler. Und ich glaube, das habe ich selber gemerkt, brutal schwer. Mhm. Also, weil irgendwo gibst du etwas ab. Du gibst etwas ab, was du uns Begeisterung, uns Enthusiasmus, uns eine Freude gemacht hast in den jungen Jahren, was du nicht willst, gerne darstellen. Das müssen wir ehrlich sein. Das willst du nicht gerne von heute auf morgen aufhören. Und dann braucht es manchmal so ein bisschen vielleicht Hilfe daneben bei und vielleicht Hilfe oben an dich, wo er einfach sagt, lass es sein. Ja. Es ist gut gewesen. Was will es noch gibt ja Sättig, wo das eben nicht, wo das verpasst, oder wo dann der letzte jetzt im Spielsport kenne ich mich zu wenig gut aus, aber es gibt ja viele mehr Leute, die lassen nicht los und irgendwann hast du dann dein eigenes Verfalldatum überschritten, kommst einfach nicht mehr raus aus dem. Und eben, man definiert sich ja jahrelang auch über den Erfolg. Ich meine, das ist das, was einem antreibt, dass du am Schluss auf der Spitze von dem Podest stehst. Das ist sozusagen der ultimative Kick. Und plötzlich musst du sagen, ich verzichte. Wie wird man mit dem Moment fertig? Das werde ich vielleicht noch schnell sagen. Ich meine, jetzt reden alle von Marco Odermatt. Du bist zurückgetreten im Alter von Marco Odermatt jetzt. Also der Odermatt müsste jetzt eigentlich abtreten. Das heisst, die Erfolg, das ist eigentlich noch, du bist sozusagen in der Spat-Juniorenphase von deiner Skilaufbahn. Du bist mit 27 bist du zurückgetreten. Ja. Du hast länger gebraucht. Du hast den Erfolg müssen länger auskosten. Dein Ego ist vermutlich von einer grösseren Wasserverdrängung gewesen, oder Aufnahme. Oder sagen wir so, es ist bedürftiger gewesen. Es hat müssen, oder du hast vielleicht ausgekostet die Zeit, ohne den Pirmin zu überbringen. Ja. Endlich freie Fahrt. Was war es bei dir in dem Moment? Wie war es eigentlich, ohne den Pirmin zu überbringen nachher zu fahren? Du hast ja doch ein paar das Jahre dann noch gemacht. Leider nicht leichter geworden. Ja, genau. Das ist vergessen. So eine schwere Verletzung gehabt, im 89. Mhm. Dezember und habe ein ganzes Jahr verloren. Und mein Anspruch war da, um wie viele Jahre vorher mit der Knienverletzung nochmal zurückzukommen. Das hat dann etwas länger gedauert. Aber ich habe es dann schlussendlich doch noch geschafft. Das war eigentlich meine Challenge gewesen. Ah, das nur mal einfach die Verletzung eigentlich zu kompensieren, sagen, ich lasse es nicht zu, dass die Verletzung mich ja. Ja, genau. Das ist eigentlich mein Hintergrund gewesen, wieso ich dort weitergefahren bin. Aber die letzten zwei Jahre, 85, 96, sind eigentlich von meinem Körper her schon vorzeichnet gewesen, dass ich nicht mehr weiterfahren kann. Ich habe zwar den Rennsport noch gerne gemacht, aber ich habe nicht mehr richtig können trainieren, ich bin nur noch in Therapie gewesen und habe einfach müssen einsehen, der Körper. Ich habe einfach gesagt, so weit, jetzt ist fertig, da geht nicht mehr weiter. Es ist kürzlich ist ein sehr interessanter Dokumentarfilm im Schweizer Fernsehen gelaufen über den John McEnroe und den Björn Borg. Mhm. Und der Björn Borg ist ja mit 26, ist er zurückgetreten. Mhm. Und dann redet, also dann ist der Film, dann kommt der Björn Borg und der McEnroe redet dann über das. Und dann sagt der McEnroe, das sei für ihn eine Tragödie gewesen, wo der Björn Borg zurückgetreten ist. Das sei für ihn eigentlich, da habe er wieder Weg verloren, weil Björn Borg sei eigentlich wieder Fixstern in seinem Leben gewesen. Das ist sozusagen für ihn
in seinem Universum der Punkt gewesen. Hast du Ähnliches erlebt, wo der Pirmin Zurbriggen zurückgetreten ist? Bedauern? Oder quasi, das kann es ja sein, eben, endlich ein schwieriger Konkurrent ist weg. Was war deine Empfindung gewesen, wo dein, einer von deinen wichtigsten Gegner zurückgetreten ist? Einerseits muss ich sagen, dass wir natürlich happy waren, dass er zurückgetreten ist. Weil ich denke, dann jetzt, also, die nächsten 10 Jahre. Jetzt kommt es aus. Licht, oder? Und andererseits hat es mir schon laut, wie wir haben das über so viele Jahre duelliert, dass es nie einen anderen gegeben hat, der überhaupt in Frage kam, um den Weltcup zu gewinnen. Und unsere Geschichte, die wir in den 80er Jahren geschrieben haben, das freut mich auch jetzt noch, dass mich so viele Leute darauf ansprechen. Ich habe nicht gewusst, dass die Schweiz so viele Fans haben, muss ich sagen. Wir alle erinnern sich an unsere Zweikämpfe. Weniger an, wer hat gewonnen, sondern an den Kämpfe, die wir geliefert haben. Und das ist das Schöne, dass sich die Leute so Sachen, genau wie Borg, McEnroe, erkennt man, da kann man sich wahrscheinlich noch besser daran erinnern, wie irgendwelche Nummer 1 Tennisspieler, die jetzt die letzten 10, 15 Jahre mal auf dem Thron gewesen sind. Bevor wir auch noch eine Gelegenheit geben, eine Frage zu stellen, reden wir noch über den Übersprung dann eigentlich ins Leben nach dem Skifahren. Also der Rücktritt ist mal das eine, wo man muss, Ding, ist dir das eigentlich leicht gefallen, noch kurz der Rücktritt selber? Also wo du gemerkt hast, dass es physisch fertig ist, erleichtert es einem denn das, dass man sagt, ich muss jetzt loslassen, weil es geht einfach nicht mehr? Oder hast du an dem auch müssen gnagen, dass du einfach da nicht mehr in der Arena bist? Für mich ist es nicht nur eine Erleichterung gewesen, sondern eine Erlösung. Ich habe kaum noch können steigen, gerade hochlaufen und habe gewusst, ich komme unmöglich noch auf das alte Niveau. Und okay, für mich war es eine Erlösung. Eben, und dann geht man eigentlich ins Privatleben zurück. Und da wäre, was hast du eigentlich quasi aus dem Skisport, aus dem Spitzensport gelernt, wo für dich nachher im Berufsleben, du bist ein Unternehmer, Hotelier, erfolgreich, ihr habt verschiedene Hotels im Kanton Wallis, Saas Almagell, in Zermatt und so weiter. Kann man überhaupt etwas mitnehmen aus dem Spitzensport ins Leben? Oder muss man dort nochmal ganz neu anfangen? Oder Nein, ich glaube, aus dem Sport kann jeder etwas daraus ziehen. Und vor allem mit der sportlichen Qualitäten. Wie schnell dass man etwas kapieren kann, wie schnell dass man etwas sehen kann. Von oben nach unten, das geht brutal schnell. Und das Spiel, immer mitzumachen, das kann ich ja nur jedem empfehlen, das zu erleben. Da sieht man nämlich, dass man Düstür muss behalten, dass man die durch sie weiterkämpfen tut und nicht gerade aufgeht, wenn es mal etwas überhaupt nicht geht. Und das muss man sich auch in dem Wechsel, wenn man machen tut, wenn man zurück ins Privatleben geht, muss man wirklich sagen, man ist Debütant, man fängt da wieder an, fängt von null. Und das nimmst du da mit. Das nimmst du, die Qualität nimmst du mit, dass man sagt, weißt, was der durchsetzen will, der nimmst du mit. Und ich habe ganz etwas Interessantes gesehen, wenn ich jetzt mit, ich habe sehr viel Jugendarbeit gemacht, mit x-hundert Jugendlichen, ob das Biathlon ist, Skifahren oder Langläufe, alles was Alpin ist. Ich hätte jeden Jungen von denen, die eine gewisse Weite der Sport gemacht haben, mit einer gewissen Konzentration, mit einem gewissen Bewusstsein, und da hätte ich jedem Betrieb genommen. Also kann ich weitergehen, oder besser gesagt, nicht mehr der Bursch oder nicht mehr das Mädchen, die haben die Bereitschaft zum Arbeiten, die haben Bereitschaft zum Vorwärtsgehen, die haben, wenn es mal nicht geht, die geben nicht direkt auf. Also es ist für jedes in der Form ein bisschen ein Lehrgang, was man da daraus ziehen zu diesem Sport. Also. Aber es gibt ja gleich also Beispiele von extrem guten Sportlern, die dann im Privatleben völlig gestrandet sind. Also zum Beispiel im Fußball gibt es ja solche, die dann in Alkoholismus abgestürzt sind, solche, die dann Erfolg in den Kopf gestiegen sind, solche, die mit dem Entzug vom Erfolg nicht fertig geworden sind, die dann das nicht können, oder? Wenn du plötzlich bist immer bei den Spitzen oben, alle Höseln dahinterher, und plötzlich musst du wieder unten an, und dann hast du vielleicht Misserfolg, kannst mit dem nicht umgehen, fängst an zu hadern. Was ist das Rezept, dass man den Übersprung vom Olymp, vom Sport, in dann eigentlich wieder in die Normalität schafft? Was willst du da raten? Nein, was musst du da können? Auf was musst du achten? Du hast am Anfang gezählt, Spiel. Es soll nach wie vor dein Spiel sein. Ja. Und nicht meine, es sei eine Professionalität vom 10. Lebensjahr weg. Er hat gesagt, er muss konzentriert etwas machen, das ist so richtig. Aber schlussendlich muss man sich immer bewusst sein, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Athleten hatte im Nationalen Sportzentrum, von diesen 100 Athleten, wenn ich 2
Das oberste Dach kommt und dann ist das Salz. Was mache ich also mit den restlichen 98? Das ist match entscheidend. Und dann die Begeisterung und der Spirit vom Sport mitgeben für ihr Leben. Aber immer mit dem richtigen Fokus. Das ist, ich glaube, das ist match entscheidend. Wie ist das für dich? Wie ist das auch für dich gewesen? Du bist jetzt auch erfolgreicher Unternehmer. Du hast viele, viele Sachen gemacht. Nach dem Sport, was ist da dein Ratschlag, dass man nicht strandet, sozusagen nach dieser Erfolgsumlaufbahn? Also stranden ist der falsche Ausdruck. Stranden tut man erst, wenn man wirklich die weiße Flagge hisst oder wenn man das Handtuch wirft. Gestrandet bin ich nie, aber ich habe sehr viele Tiefschläge eingesteckt. Genauso wie im Sport, habe ich das auch im nachsportlichen Geschäftsleben. Aber was mir eigentlich unheimlich Spaß macht, ist erstens einmal, dass ich durch meinen Sport sehr flexibel geworden bin. Ich habe organisatorisch bin ich recht gut aufgestellt. Ich kann schnell Entscheidungen treffen und ich mache das auch gern. Und ich glaube, der Sport öffnet hier eine Möglichkeit, um später im Leben couragiert irgendwann mal zu anfangen. Mhm. Ich bin krankhaft neugierig und darum fahre ich ab und zu mal irgendwo in eine Sackgasse. Mhm. Aber ich lerne dadurch wieder so tolle neue Aspekte vom Leben nach dem Sport kennen. Ich lerne so viele tolle Menschen kennen in der ganzen Welt. Und das ist eigentlich mein Asset, wo ich zum Sport gezogen habe, dass ich keine Angst habe vor einer Niederlage. Und, aber jede neue Aktion, die ich mache, birgt auch eine Chance. Mhm. Aber es gibt keine Garantie auf Erfolg. Aber ein Misserfolg ist nie ein Misserfolg, wenn du weitermachst. Also ist nicht entmutigend, dass man... Absolut nicht. Im Gegenteil. Vielmal hat ein Misserfolg eine super Chance, um eine neue Chance zu finden. Ja. Und man muss Courage haben, wie im Sport, um auch das Risiko eingehen in einer Situation, die vielleicht gefährlich ist, zum Erfolg haben im Unternehmertum, wo ich jetzt bin, und da bin ich vielleicht auch, um mal nochmals riskieren, ohne dass man wirklich weiß, ist das erfolgreich oder nicht. Und was tun ihr? Ihr seid ja Familienväter. Was geben dir eigentlich an eure Kinder weiter, wenn man jetzt die Frage vom heutigen Abend nochmal auf den Punkt bringt, was habe ich über das Leben gelernt, aus dieser Wettkampfzeit auf der Skipiste in diesen Extremsituationen? Was ist eigentlich das Wichtigste, was du gelernt hast, Birmin, und was man vielleicht eben könnte den Jungen weitervermitteln könnte? Es ist alles halb so heiß, wie es gekocht wird. Das ist erstens mal das. Zweitens, dass alles nicht so verrückt matchentscheidend ist in deinem Leben, wie das meinst, du musst unbedingt einen weltlichen Erfolg haben und dass man euch auf die anderen Werte mehr setzen tut. Ohne dass man den Willen aus dem Spiel hat. Und zwar der Willen und die Bereitschaft hat für etwas zu kämpfen. Mhm. Das ist so ein bisschen probiert, gesagt, das, was ich probiert habe, meinen Kindern mitzugeben, aber es ist nie eine Garantie, du weißt. Wenn damals noch ein Kind in so eine falsche Gesellschaft geraten, dann sind wir alle blöd dran, dann haben wir keine Chance. Also man muss ein bisschen das Wort gebeten, wenn ich immer gerne gesagt habe, und etwas dafür tun, dass man kann sagen, wie ich jetzt Glück, dass das Kind in die richtige Richtung also man gibt. Also man gibt eigentlich alles im Wissen, dass das, was man macht, nicht alles ist. Es gibt eben noch viel mehr. Ja, da könnte man normal weiter philosophieren. Das ist wirklich wahr. Das ist ja Kunst, dass du das etwas genau kannst. Das. Auch wenn du siehst, dass etwas, was du ganz extrem machst, dass du dich aber nicht versteifst und die Auffassung hast, das ist jetzt die Essenz von allem. Oder? Das ist eigentlich nur ein... Das ist jetzt unendlich. Oder Sternenstau. Ja, du siehst damit etwas mehr und du hast jetzt das Ziel erreicht. Ja. Ich weiss nicht, was das stimmt, überhaupt nicht. Was ist für dich echt... Das Wesentliche, was hast du, was habe ich über das Leben, was hast du gelernt über das Leben auf der Skipiste, vielleicht auch darüber aus, was ist das Wichtigste, was du aus all dem rausgelernt hast, rausgezogen hast? Dass man glücklich sein muss mit dem, was man entscheidet zum Tun. Man muss nicht mehr suchen, wo man gern tut. Man muss nicht mehr suchen, wo man Fantasie entwickeln kann, wo man liebt, wie nur dort, wo man wirklich eine Sympathie dafür hat, wo man kann man auch wirklich gut sein. Wenn man irgendwo in eine Ecke gedrängt wird von Eltern oder von Freunden, wo vielleicht scheinbar finanziell erfolgreicher ist, aber man tut es nicht gern, es kann mehr Geld geben, aber man ist eigentlich unglücklich mit der Arbeit. Und ich und meine Kinder immer die Wahl, glaube ich,
zum das machen, was sie gerne tun. Zum Beispiel, mein Sohn ist jetzt 32 und er ist, seit er 3 Jahre alt ist, hat er mit Lokomotiven und Zügen gespielt und Seilbahnen und ich habe schon versucht, zum Erklären irgendwo in eine Richtung, keine Chance, er ist Lokomotivführer geworden und er ist happy damit. Das ist genau die richtige Einstellung. Er macht das, was sein Hobby ist und ist glücklich damit. Und ich würde sagen, alle Kinder, die deine Erfahrung gewinnen können, dass sie das machen können im Leben, wo sie glücklich machen, das ist das Allerwichtigste. Bevor wir die Fragerunde öffnen, habe ich übrigens noch eine Anekdote gefunden zum Peter Müller, wo ja Anfangsthema war. Und vielleicht ist das eine Erklärung. Ein Kollege von mir hat mir das recherchiert. Ich gehe davon aus, dass das stimmt. Sarajevo 1984, Olympische Winterspiele. Birmin Zurbriggen fährt auf den 4. Platz. Silber ging an seinen Teamkollegen Peter Müller. Doch der Schweizer Fernsehreporter Hans Jucker hat das einfach nicht zur Kenntnis genommen und sprach den Silbermedaillengewinner mit Birmin Zurbriggen an. Worauf der Peter Müller gesagt hat, verdattert, ja, ich bin also der Peter Müller. Das kann natürlich auch Spuren hinterlassen. Und dann gibt es noch eine interessante Anekdote, die können wir jetzt auch noch einflechten, wo, ich glaube, der Marc ein Hotel geführt hat in Vorarlberg. Im 87, oder? Nein, wann ist das? Nein, viel später. Wo ein Fotoshooting war von der Firma Kästle. Ja. Und dann hat der Pirmin Zurbriggen mit einer Weltcup-Kugel posieren. Aber er hat natürlich seine nicht dabei gehabt und hat dann müssen eigentlich seine vergessen und hat dann deine müssen ausleihen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das du hast ihm eigentlich gnädig deine Weltcup-Kugel zur Verfügung gestellt. Ja, er ist auf den Knien daher gekommen. Gib mir bitte deine Kugel. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und du hast ich glaube, das ist der Beginn unserer Freundschaft. Und deine Hotel, das sind ja alles 4-Sterne-Hotel. Also für jeden Weltcup-Kugel 1 Stern ist das sozusagen das Konzept. Also wenn du jetzt 5 Weltcups eingehst, hättest du 5-Sterne-Hotel. Ich glaube, kümmer. Nein, das so, im Leben soll alles so ein bisschen gehen, wie es soll kommen. Ja. Vielmals sagt man weiss nicht, was die Wege und die Zukunft bringt. Und Gott sei Dank ist es so. Und ich muss noch mal ein bisschen auf sich lassen kommen. Gut. Ich würde sagen, wir applaudieren jetzt das erste Mal zur allgemeinen Erbauung. Aber auch speziell den beiden Ehefrauen. Aber sie müssen jetzt noch nicht gehen, es ist noch nicht fertig. Jetzt haben sie nämlich noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also der Applaus gibt natürlich auch den Partnerinnen. Fragen an unsere Gäste heute Abend. Wir haben Interviews im Saal. Wir werden die nicht aus der Hand geben, weil wir müssen die nachher wieder zurückgeben. Manchmal verschwindet das Mikrofon, wenn man die einfach so rausgibt. Also bitte, wenn Sie eine Frage haben, die Sie stellen wollen, nehmen wir die gerne natürlich noch mit. Wem dürfen wir das Wort geben? Bitte. Gibt das Mikrofon nicht aus der Hand? Wunderbar. Salut miteinander. Ich habe eine Frage an jeweils einen der Kandidaten und zum Schluss an beide. Herr Girardelli, können Sie mir auf eine Art und Weise, wie es der Heinz Brüller vielleicht gemacht hat, sagen, was tatsächlich der Grund war, warum Sie aus dem ÖSV damals austreten sind? Ja. Es hat Probleme gegeben mit Funktionären aus dem Landesskiverband in Vorarlberg. Bitte? Mehr Details? Es gibt keine Details. Und was ist die Frage? Jawohl, und Sie haben noch eine Frage an beide gehabt. Ja, die habe ich auch noch gehabt. Aber vorher die Frage an den Herrn Zurbriggen. Herr Zurbriggen, können Sie mir erklären, wie das damals war? Während Sie gefahren sind, ist ja der Super-G eingeführt worden. Wie war Ihre erste Meinung darüber? Ja, das erste Super-G fand ja in Alta Badia statt. Und der ist, die Idee war, eine Kombination zu bringen
zwischen, dass der Abfahrer und der Slalomfahrer auf der gleichen Piste die gleichen Chancen bekommt. Wie, da hat man zuerst, der erste war der Testlauf, da hat man mit Slalom angefangen, ist zu einem Riesentorlauf übergegangen, zu einem schnellen Riesentorlauf und dann zurück wieder in einen Slalom und am Schluss wieder Riesentorlauf. Wir waren 2 Minuten 30 unterwegs und ich kann mich gut erinnern, dass einige Athleten im Ziel gar nicht mehr geschafft haben zu bremsen und Gott sei Dank gab es früher dann so Heuballen und der ist dann dort hineingefahren in diese Heuballen. Das ist wirklich so und daraus gewachsen ist dann plötzlich, hat man gesehen, aha, man könnte eine Disziplin vom Riesentorlauf ableiten zur Abfahrt und der heißt dann Super-G, wurde dann der genannt. Das wurde dann effektiv nachher der Super-G, dass man dort eine Disziplin dazwischen drin hat. Und die ist natürlich mir gerade ein bisschen in den Schoß gefallen. Das ist natürlich war für mich ein kleines Geschenk, ja. Und jetzt noch ganz kurz die Frage an beide. Der Super-G war sicher für Sie ein Geschenk, aber er war auch für den Hermann Mayer ein Geschenk. Na, richtig. Und jetzt will ich noch wissen, wie sehen Sie die Situation vom Hermann Mayer, wie er damals zurückgekommen ist nach seinem Motorradunfall? Was für eine Leistung das war, wie Sie die beurteilen? Danke, ja. Ja, ich finde es unglaublich. Ich habe ja die Fotos gesehen von seinem Unterschenkel. Man muss ihn fast amputieren. Dann hat er noch eine Entzündung auch noch gekriegt oder eine Vergiftung. Also der volles Jahr verloren oder anderthalb Jahre. Ich denke, ein anderer, der nicht diese mentale und körperliche Konstitution hatte, wie Hermann Mayer, der ja wirklich alle überragt hat, hätte es nie geschafft. Also da ziehe ich wirklich den Hut davor. Kommentar noch? Na, das ist, da kann ich nur gerade so bestätigen. Grundlegend hat der Hermann gezeigt, dass er ein Beispielathlet ist und dass er von nichts heraus etwas zustande kommt. Und er war schon mal ganz weg in den jüngsten Jahren, wie ich das gehört habe, war er mal vom Kader rausgeschmissen worden sogar und ist ja dann nachher wieder plötzlich von 0 auf 100 gekommen. Also es zeigt von seiner Kapazität und das zeigt auch von seiner Einstellung zu seinem Körper oder zur Fähigkeit, etwas aus seinem Körper herauszubringen. Und das hat er nachher auch voll wieder umgesetzt. Also es war beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Wenn man das Bein gesehen hat und dann in Kitzbühel startet, dann war das für mich sehr beeindruckend. Wer hat noch eine Frage? Bitte. Nein. Mich interessiert das Thema vom Juniorensportler zum aktiven Spitzensportler und dieser Weg sozusagen von beiden, beziehungsweise was ist notwendig, weil es gibt ja da viele Phasen im Leben eines Menschen, sage ich mal, die sich wandern. Und ja, was ist da Ihre Erfahrung und wie habt ihr das hier gemacht? Also bei mir war es eigentlich eine volle Katastrophe, wie ich von der Jugend in die großen Rennen gekommen bin, weil ich habe geglaubt, ich gewinne, weil ich vorher auch gewonnen habe. Und dann habe ich 10 Sekunden pro Durchgang kassiert gegen Stenmark und Co. Und für mich war das Armageddon schlechthin. Und es hat ein paar Rennen gedauert, bis ich meine Ansprüche ein bisschen reduziert habe und habe dann eigentlich kleinere Brötchen gebacken, ich habe mir kleinere Ziele gesetzt. Ich wollte nicht mehr gewinnen, sondern ich wollte die Leute schlagen, die vielleicht nur 5 Sekunden verlieren pro Durchgang. Das habe ich dann ziemlich schnell auch geschafft und dadurch auch meine Startnummern verbessert. Dann die nächsten Ziele waren vielleicht 2 Sekunden an die Bestzeit hinzukommen. Und dann war ich schon im Bereich, sagen wir mal bei Fischerinnen, sagen wir Top 10, Top 5 zu fahren. Und das war im Frühjahr schon ein Riesenerlebnis für mich, dass ich diese Riesenprobleme mit kleinen Schritten erledigen konnte. Und das hat auch unheimlich mein Selbstvertrauen gefestigt, dieses große Problem in kleinere unterteilen. Und das habe ich dann auch weiter praktiziert in der weiteren Folge meiner Karriere. Und bei dir, wie ist das gelaufen? Der Übersprung eigentlich vom... Ja, ich glaube, da sind wir alle im gleichen Boot, waren wir da ein bisschen. Und diese Erfahrungen habe ich genau gleich gezogen. Ich habe auch in meinem ersten Fiesrennen 12 Sekunden von Ingemar Stenmark bekommen. Könnte ich dir genau die gleiche Geschichte erzählen. Was matchentscheidend ist, ist effektiv, dass man nicht meint, jemand bringt dich dort hoch. Du musst dich alleine dort hochbringen. Und man muss das wissen, was das für bedeutet. Das heißt, Willen, sich durchzusetzen, die Bereitschaft weiterzukämpfen, auch im tiefsten Zeitpunkt, wenn alle dagegen sind, alles gegen dich spricht. Never give up. Und immer das Gefühl zu haben, ich habe nichts zu verlieren. Applaus.
würde sagen, wir nehmen ja, die Dame vielleicht, ja, dass ich da, wir nehmen noch eine Frage mit, weil die Familie Zurbriggen, das möchte ich hier einfach noch einmal verdanken. Ihr kommt ja aus dem Wallis, Sie sind mit dem Zug stundenlang dahin gefahren, wir nachher noch zurück. Und deshalb, und ich muss dann noch schauen, dass mich meine Kinder noch erkennen. Heute Abend, wenn ich da am Geburtstag noch heimgehe. Nein, bitte. Ja, eben, genau. Nein, genau. Haben wir noch? Nein, ist gut. Bitte, die nächste Frage. Ich möchte ganz gerne noch die Gegenwart ansprechen. Und zwar haben wir ja eine Saison erlebt bis jetzt, wo wir sehr viele Fahrerinnen und Fahrer verloren haben aufgrund von schweren Verletzungen. Jetzt frage ich mich natürlich, ist der Weltcup von der Rolle oder sind die Fahrerinnen und die Fahrer von der Rolle? Gute Frage. Wer will da etwas dazu sagen? Soll ich mal anfangen? Ja, es sind verschiedene Punkte, die dieses Jahr extrem zur Geltung gekommen sind. Das sind natürlich vielleicht, man kann dann sagen, das Programm oder die Pisten oder die Ausrüstung oder was es auch ist. Man muss einfach wissen, es gab es schon früher auch schon mal. Aber es ist nie so zur Geltung gekommen, wie es heute zur Geltung kommt. Heute wissen wir auch alles, heute verkennen wir jede einzelne Verletzung, aber nichtsdestotrotz müssen wir auch wissen, diese Athleten, wie sie, in welchem Niveau das jetzt fahren, das Niveau ist derart hoch. Ein kleiner Ausrutscher, das hat man beim letzten Slalom gesehen, sogar mit Slalom-Ski, das kann dir das Bein brechen, aber so schnell. Also man muss sich bewusst sein, dass man jedes Mal fit am Start ist. Und die Schifrin ist für mich so ein schönes Beispiel, dass es auch darlegt. Sie gewährt sich die Pause, wenn ich nicht ganz topfit bin. Jetzt ist die Frage auf, kann das jeder Athlet in jedem Moment? Das können nicht alle. Weil es geht um viele, geht es um den Kampf, dass sie sich durchsetzen und dann verhängst du am letzten Faden und versuchst noch der letzte Moment etwas wahrzunehmen und gibst dann auch noch, wenn du nicht topfit bist, versuchst du es. Und dann fängt die Gefahr an. Und da gibt es einen, wie ich sage, ich habe das Gefühl, es gibt ein bisschen einen Mix. Wir können jetzt über das ganze Programm reden, den ganzen Weltcup, wir können das verbessern, aber schlussendlich denke ich, muss es auch ein Athlet selber im Griff haben, was zu welchem Zeitpunkt was habe ich, was kann ich mir leisten. Jetzt, wenn wir sehen, den Marco Schwarz in Bormio, es ist ja für mich ein Top-Athlet, ich denke für alle ist das ein wunderbarer Athlet, wie gut er Ski läuft. Jetzt könnte man sich fragen, hätte er nicht besser ein Training ausgelassen? Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Also das. Wie siehst du das? Ist das eine Frage der Fahrer oder eine Frage des Weltcups? Also erstens einmal, es ist höher einfach so gewesen, dass Top-Fahrer sich verletzt haben. Es hat Jahre gegeben, wo es viel mehr Verletzungen gegeben hat. Die waren eher in hinteren Rängen, 30, 40, 50er Startnummern. Da hat sich kein Hahn drum gekümmert. Man kann als Zweites nur sagen, dass so ziemlich alle Unfälle, sei es in Wengen, in Cortina bei den Damen oder sonst irgendwo, es waren lupenreine Fahrfehler. Und die Stürze sind zustande gekommen, weil die Läufer sich überschätzt haben, falsche Reaktionen, irgendwas noch reinwürgen wollten. Und mit diesen Skiern ist es halt wirklich ein bisschen sensibel, weil das war bei uns nicht ganz so sensibel früher. Bei uns hat es die Kreuzbänder bei Sprüngen abgerissen. Heute reißen die in den Kurven, weil einfach die Skier so aggressiv sind. Also man darf da nicht alles über den Kamm scheren. Es ist eine ganz normale Situation, nur weil jetzt wirklich ein paar sehr attraktive Athleten zum Handkuss kamen, ist es wirklich ein bisschen ein Problem geworden. Aber das hat es immer schon gegeben. Natürlich bin ich auch dafür, dass man die Speed-Disziplin ein bisschen verschärft, wobei auch nicht nur im Speed das passiert. Nochmal auf den Marco Schwarz zurückzukommen, es hat eine Kontroverse gegeben, weil er nach der Besichtigung vor dem Rennen noch Riesenslalom trainiert hat. Das ist nachweislich, weil mich drei Zeitungen darauf angesprochen haben. Und es ist nicht so, dass er Energie verliert, wenn er vor so einer wirklich, wirklich brutal schweren und anstrengenden Abfahrt noch Riesenslalom trainiert. Die Körperhaltung verändert sich durchs Riesenslalom-Training. Man steht anders am Ski. Und das könnte schon Auslöser gewesen sein, dass er in der heiklen Situation ein bisschen zu weit hinten war und dass das halt das Kreuzband nicht mehr mitgemacht hat. Also es sind viele Faktoren, die man hier spekulativ einbringen kann. Feststeht, die Verletzungen hat es immer gegeben. Heuer sind sie leider unglücklicherweise bei den Topfahrern angefallen. Und ich denke, wir können hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Also meine Damen und Herren, das ist jetzt für mich hochinteressant gewesen, zu beobachten, wie die beiden Routiniers und
Champions aus dem Olymp auf die technischen Fragen, das ist ja wie, das ist wie wenn ihr noch voll in dem Ski-Weltcup 1:1 drin sind. Also so massiv und endgültig haben jetzt die beiden Herren da noch nicht losgelassen. Ich möchte die letzte Frage noch selber stellen, weil wir sind alle drei, ich werde heute 59, ihr habt schon zwei Runden mehr auf dem Buckel, ihr seid Jahrgang 63, ich bin Jahrgang 65, aber wir sind alle gemeinsam in dem Saal unterwegs auf dem Ritt zu jenem Horizont, von dem es kein Zurück mehr gibt. Das heisst, wir schauen in die Zukunft, wir sehen das Wetterleuchten, wir bleiben zuversichtlich. Und meine letzte Frage ist, Marc Girardelli, auf was, über 60 geworden, auf was freust du dich am meisten, sozusagen, was jetzt auf dich zukommt, was ist das, was du dir noch vorgenommen hast als ein Mensch, der immer sich immer Ziel setzen musste und wo, wie sagt man, das Ziel vor Augen gehabt hat sozusagen auf der Skipiste und dann nachher im Leben. Was ist das? Für mich ist das Allerwichtigste, mein zukünftiges Leben so zu verbringen mit der Laurence wie die letzten 5 Jahre. Das ist für mich die Erfüllung. Jimmy. Ja, ich habe das gebraucht. ja, für mich ist es ein Punkt, ich habe 5 Kinder. Ich begleite meine Kinder gerne begleiten in Sachen Projekte, in Sachen Unterstützung, ob das Familie ist, ob sie selber was Visionen haben. Ich kann mit ihnen mitzuleben, das, wenn ich die Chance habe, das noch lang körperlich gesund zu machen, natürlich mit der Freude zusammen, da geht mir eigentlich sehr viel auf und da bin ich sehr dankbar dafür. Marc Girardelli, Pirmin Zurbrücke, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich auf weitere solche Abende, wo man untereinander diskutieren kann. Und natürlich freut es mich, wenn Ihnen die Weltwoche gefällt. Danke vielmals, dass Sie da waren. Und alles Gute. Geniessen Sie den Frühling. Der 21. März ist ein ganz spezielles Datum. Nicht nur, weil ich dort auf die Welt gekommen bin. Es ist ja von der Zahlenkombination interessant. Und ich glaube immer, am Frühling fängt alles wieder neu an und man kann es machen wie die Skifahrer. Das Negative kann man abrühren, führen schauen. Jeder Tag ist ein Geschenk und jeder Tag ist eine Chance. Machen Sie es gut, alles Gute, viel Zufriedenheit und bis bald. Danke.